So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück hier live auf Simrace TV zum letzten Part des 8.24-Stunden-Rennen Della Saat von sim-racing.org. Und mein Name ist immer noch der Christoph Weber, das hat sich seit dem letzten Part nicht verändert. Mit mir an meiner Seite ist auch noch der Lutz Enger. Hallo Lutz. Ich bin gar nicht da, aber ich sag trotzdem Hallo. Okay, wenn er nicht da ist, habe ich aber eine weibliche Unterstützung, das ist nämlich die liebe Agnes. Hi, hi, Christoph. Ja, normalerweise haben wir immer am Ende eines Parts das Standing einmal durchgegeben. Das haben wir ja im Part Nummer 3 ja am Anfang vorverlegt. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt auch wieder und ich weiß nicht, Agnes, möchtest du mir dabei helfen? Was, wie, wo, wer, wann? Ich habe jetzt gerade nur zugehört, ich bin ehrlich. Alles klar. Das Frauen und Multitasking. Also normalerweise sagt man das bei Männern, aber ist es tatsächlich so, auch wir Frauen sind ab und zu ein bisschen überfordert. Okay. Einmal komplettes Standing. Mach's alleine. Ach, danke. So. Auf jeden Fall, weiß nicht, ob ich umschalten darf, aber mach's einfach mal. Haben jetzt lang genug RML gezeigt. Nee, anscheinend wohl nicht. Auf jeden Fall haben wir aktuell auf Position Nummer 1 Sebastian Röhn für Notox Racing 1. Und auf Position 2 haben wir Federer Sports Poland LMP 1. Auf Position 3 Sim Racing PL mit den Herren Pasnicki. Auf der 4 RML Racing Team. Daniel Schüch sitzt da. Wir haben eine Runde plus 7,6 Sekunden Rückstand auf das Podium. Auf der 5 Ace Racing LMP Alex Sturm. Auf der 6 OGC LMP mit dem Oliver Schlaps. Auf der 7 Comunidad JDT P1. Auf der 8 haben wir German Racers mit unserem Co-Kommentator des heutigen, des gestrigen Samstags, Max Pelker. Und dann switchen wir auch schon in die LMP2-Klasse. Auf der 1 haben wir dort in der Klasse und 9. Gesamt Christian Sens, Independent Sim Racer P2. Position 10, All-Star Racing LMP2 mit den Jaroslav Grywacz. Wir hatten ja im vorletzten Part, nämlich zum Schluss, den Jörg Vogel ja im Interview. Dann geht's weiter mit dem LMP1. Auf Klassenposition 9, Position 11, Gesamt Extreme Factor LMP Racing Team. Dort hinter haben wir ein MSRF2 Motorsport E1. Dann geht es weiter mit einem LMP2, Vortex Motorsport mit dem Carsten Hoffmann. Auf Position 14 haben wir ein BUD Multigaming, Matthias Weber, der übrigens gerade an der Box ist. Auf der 15. Position wieder ein LMP2 Notox Racing 2 mit den Markus Erbe. Dann folgt der nächste LMP1 Terkab Motorsport FE auf Position 16, Position 12 in der Klasse. Dann geht's weiter, Position 5 in der Klasse, 17. Position Gesamt RSA Project 24 LMP2 Christian Rückert. Hatten wir ja im zweiten Part im Interview. Dann haben wir Doc Racing Team, Andreas Borde. Dort wird spannend, da ist der Abstand nur 27 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade Boxenstopp bereinigt ist oder nicht. Dann haben wir auf Position 19, 7. in der Klasse, Extreme Racers Endurance Team. Auf der 20 haben wir Achim Ennenbach mit SimSync Pro LMP. Die sind wieder dran auf 10 Sekunden, das sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Jetzt darf ich auch schalten, danke. Und dann haben wir auf der 21. Position German Racers LMP2, die am Anfang den Disconnect hatten. Dann haben wir auf Position 22 Sim Racing PL Race Board, die sind gerade an der Box. Dann mit Markus Erbe und GT Racing. So, Witchwood, die haben anscheinend wohl gerade ein Problem, weil die sind in der Garage. Dort sind sie.
Dann haben wir KRS, SSR, Motorsport, der Dietmar Blaskowski sollte da eigentlich sein. Aber der hat wohl einen Disconnect gerade, schon wieder. So wie ich das sehe, weil ich kann ihn nicht anwählen. Auf Position 25 und damit 12. in der Klasse LMP2, die Alpha Racers, MP2. KRS war übrigens das letzte Team aus der LMP1. Und auf der 13. Position haben wir SRF2 Motorsport P2. Dann geht's weiter mit der GTE-Klasse. Dort haben wir All-Star Racing GTE mit den Daniel Hake auf Position 27, 28. Gillis Racing Team GTE, die gerade in die Garage gegangen sind. Also da geht das nächste Problem los. Auf der 29 haben wir dann SimRace 3. Auf der 30 Alpha Racers. Dann auf 31 dann Sim Racing for Holland mit Wilfried van der Brink. Auf Position 33 und damit 7. in der Klasse ORM Corse. Auf Position 34 Witchwood. Auf Position 35 KSM Sim Racing Team mit den Andreas Schmich. Auf der 36. Position Escape Masters. Auf Position 37 und damit 11. in ihrer Klasse haben wir dann Federer Sports Poland GTE mit den Konrad Bahr. Dann Extreme Factor GT Racing Team. Wow. Der erste Martin, wo die Frontschütze schon ein bisschen fehlt. Auf Position 39, Entschuldigung, haben wir den René Herzig, RSA Project 24 GTE. Auf 40 haben wir den Independent Simracer GTE mit dem Martin Putzke. Auf 41 haben wir Team OGC GT mit dem Mark Hinges. Und machen wir mal schnell weiter. VRL dann auf Position 42 auf 43 Airfactor News Pro Team. Wir haben Restart, wir haben zwei HD Formis Matches gleichzeitig. Okay, ja. Auf jeden Fall Stand der Dinge war dann 44 noch GT Racing und 45 dann Vortex, Motorsport, das sind dann wirklich die letzten Fahrzeuge gewesen. Und ja, Lutz hat es eben gesagt, wir haben einen kleinen Restart. Hat sich Lutz' Ankündigung doch leider bewahrheitet. Ja, Agnes, so schnell kann das gehen, ne? Ja. Dabei hat Lutz vorhin noch gesagt, ja, könnte eventuell, ne? War mir schon komisch, weil Gillis Racing auf einmal in der Box war und naja. Ja. Das heißt, die Fahrzeuge fahren jetzt alle in die Box. Haben wir echt wirklich um 15.30 Uhr gestern das Rennen gestartet? Beziehungsweise 15.40 Uhr? 15.25 Uhr haben wir gestern gestartet. Okay. Ich hatte es nämlich jetzt gerade gewundert, weil von der To-Go-Zeit das ist doch ein bisschen arg viel war. Für 15 Uhr. Und ja. Ja. Freunde der gepflegten Haltung. Wir blenden einmal kurz den Flyer ein. Und müssen jetzt erstmal wieder irgendwie Zeit überbrücken. Machen wir es am besten, Agnes? Weiß ich nicht. Schlag was vor.
Ich habe gedacht, du hast jetzt eine gute Idee. Ja, wir können ja irgendwie anfangen, weiß ich nicht, Schnick, Schnack, Schnuck zu spielen, aber ja, wie? Sehen wir ja nicht. Ja, Mist. Mein Schere, Stein, Paper bringt auch nichts. Ja, komm, Stadt, Land, Fluss würde ich irgendwie noch hinkriegen, weil da braucht man uns nicht zu sehen, da braucht man uns eigentlich nur zu hören, aber nee, ich glaube, das kommt auch nicht. Das würde jetzt total das Sendekonzept überspringen. Ja, komm, wir müssen ja nicht die große Runde spielen. Ah, okay, Stadt mit A. Nein, ja, ist ja, natürlich ja, immer so ich höre. Na, Aachen. Und, ja. Das kann man nicht planen. Jetzt wären Interviewgäste sinnvoll. Bietet sich jemand an? Freiwillige vor. Wir beißen auch nicht. Nein. Also ich sowieso nicht. Sicher? Ja. Hundertprozentig. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Dann kann ich ja hier bleiben. Ja. Und Lutz beißt auch nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher. Also ich hab noch nichts mehr. Ja, ich weiß gar nicht, guck mal, wen könnten wir denn so? Von Doc hatte ich noch keinen gehört. Ich glaube, der Max muss gleich nochmal ran. Kevin Hirsch könnte mal kommen oder der Christoph Schaar. Könnte auch mal kommen. Haben wir hier noch? Bei Independence, der David Putze, entweder schläft er oder hat wieder ein Fußballspiel. Sonst wäre er auch im Teamspeak. Sascha Siegert ist eigentlich auch immer gerne willkommen, aber der ist away, ich glaube, der schläft. So. Ich denke mal, Christian Rückert muss gleich nochmal fahren. Mario Schili wäre auch mal interessant. Ich denke mal, der Robin Ricke muss auch gleich nochmal fahren. Sonst wäre auch mal interessant zu wissen, Pause so war. Von 3 Stunden. Du hast aber auch einen Break eingelegt, oder? Heute Nacht. Ja, ich habe erstaunlicherweise 11 Stunden geschlafen. Was? Ja. Schäm dich. Nee, mach ich nicht. Boah. So, was ist das jetzt hier? Hast du kein schlechtes Gewissen? Nein, ganz und gar nicht, um ehrlich zu sein. Schäm dich. Ich stell mir hier extra den Wecker für früh, damit ich früh genug wieder hier bin. Meine Stimme zu hören? Christoph ist nicht da und schläft. Ja, ich hab gedacht, mich trifft gleich der Schlag. Oha. Ja, Christoph. Ja, ich hab auch so gedacht, naja, bin ich mit Sicherheit wieder wie sonst am Wochenende 6-7 Stunden nur. Ja, das wurden dann mal so eben 11. Ich find's gut, weil ich in letzter Zeit generell sehr wenig schlafe, aber... Ja, der Lutz hat's ja auch so hinbekommen. Also so ist es ja nicht. Ja, der sitzt ja auch seit gestern um 15 Uhr hier, also echt Respekt. Jetzt habe ich erst recht ein schlechtes Gewissen. Ja, solltest du. Ich sehe schon kommen, dass ich am Montag um 19.30 Uhr einen Anruf bekomme, kannst du mit Jens RSA machen? Ja, ich bin das gespannt. Ist dann die Strafe, Christoph. Ja, ich merke schon. Obwohl die RSA, das ist ja eine liebe, nette Truppe und die haben auch immer sehr geile Rennen. Also wie gesagt, Montag einschalten, RSA ab 19.45 Simrace TV. BMSF Cup. Mit unter anderem auch Christian Rückert, Mario Schilli, Dirk Sassmannshausen, ne, Michael Fritz und so weiter und so fort, ne? Weiß nicht, wird man dich auch hören? Nee, ne? Nee, ich denke nicht. Wenn, bin ich ja immer donnerstags auf Sendung mit dem Lutz, aber ja. Klappt das mittlerweile mit euch und Livestream? Nö, also ich, leider musste ich die letzten 4 Streams, drei Streams, den ersten Stream haben wir, meine ich, noch zusammen gemacht, Eröffnungssommersaison von der RSA, die haben wir 2 Jahre gemacht mit ein paar anderen Leuten,
Und dann hatte ich wirklich beruflich so viel zu tun, dass ich echt entweder so zu spät gekommen bin, dass es gar nicht mehr gelohnt hat, reinzukommen, oder ich war wirklich sowas von kaputt, dass ich gesagt habe, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aber Lutz macht es ja gut und ja, auf ihn ist Verlass und da weiß man auch, dass da jemand Gutes dahinter steckt. So, wir warten und warten und warten. Aber sieht gut aus. Es sind ganz wenige Leute nur im Support. Ist natürlich die Frage, dürfen wir schon auf den Server rauf oder nicht? Trau mich noch nicht. Nee, anscheinend wohl noch nicht. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ich glaube, wir können connecten. Die ersten sind auf jeden Fall schon mal drauf auf dem Server. Ja, Jörg, anstatt mir zu schreiben, ich soll was sagen, komm doch einfach mal zu uns. Welcher Jörg? Vogel? Ja, selbstverständlich. Der war doch schon vorhin da. Ja, ich weiß, aber der soll mir hier nicht schreiben, ich soll was im Stream erzählen. Ja, also, hallo? Irgendwo hört's mal hier auf. Ja, ich hab gerade das Passwort falsch eingegeben. Heieiei, Christoph. Ja. Du hast doch 11 Stunden geschlafen, also normalerweise müsstest du fit sein. Nee, ich hab mich irgendwo verschrieben. Christoph, kannst du mit dem Auto joinen, bitte? Ja, ich bin gerade dabei. Okay. Probier's. So. Passwort ist ja noch unverändert, ne? Yep. Das gibt's ja echt nicht. Habe ich eine falsche IP? Nee, kann gar nicht sein. Irgendwie Festfeldtaste an oder so? Ja, eigentlich nicht. Ja, eigentlich. Ja, ich weiß, wenn dieses Wort eigentlich nie wäre, nicht wäre. Ja. Nö, das funktioniert nicht. Weiß nicht wieso. Stand-down, join time it out. Ja, der Schuldige, ne?
Ja. Ich habe tatsächlich einen Buchstaben vergessen, der noch hinzugefügt wurde. Jetzt sag mir nicht, du meinst das S. Doch. Mein letzter Stand ist, dass ich es ohne S habe. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Männer. Männer und Technik. Was? Ich wusste es doch. Moment mal. Und jetzt. Du bist, Christoph, und es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber du bist der beste Beweis dafür, dass Männer mit Technik einfach nicht klarkommen. Doch, nur. Ja. Meine letzte Information war halt ohne S am Ende, darum. So, jetzt gehen wir auch wieder live. Duck. Christoph, bist du drauf? Ja. Okay. Und warten, dass die Autos jetzt wieder rausfahren. Ich kann schon mit Technik umgehen, also. So ist es nicht. Versuchst du jetzt hier irgendwie eine Lösung zu finden? Ja, hier, live on air. Ja. Hey, ich hab nicht den Witz mit den Frauenparkplätzen gemacht, ja? Hab ich irgendwas verpasst? Ja, der Max hat irgendeinen Witz über Frauenparkplätze gemacht. So. Gleich kriege ich auch noch zu hören, wir Frauen könnten wirklich nicht einparken. Also, nee. Schweig lieber, mein lieber Christoph, schweig lieber. Da enthalte ich mich mal. Ich fahre lieber Zug. So, wir sehen die ersten Autos fahren wieder. Und ja. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt im Auto mal saß. War ja nicht nur noch mit dem Zug. Oder geh zu Fuß. Ja, nicht, dass du es noch verlernst, du, gell? Hä? Ich hab noch nicht mal einen Autoführerschein, also. Und dann kommentierst du hier sowas. Eieieiei. Ja, das schon seit 2009. Ja, dann wird mal Zeit hier, gell? Ich hab ja heute so gesehen auch Jubiläum. Ja. 200? Ja. Siehste. Und man fühlt sich wie beim ersten Mal, oder? Ich weiß, warum du lachst, mein lieber Christoph, aber so war das nicht gemeint. Was weißt du, was ich denke? Das Lachen verrät einiges, glaub mir. Nein, nicht das, was du denkst. Nein. Dafür ist es zu früh. Ach, zu früh? So, nee, also, nee. Moment mal, doch, es ist zu früh. Themenwechsel, bitte. Wir haben es auf jeden Fall 13.40 Uhr, heute am 29.06. Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange fahren wir jetzt? 3 Stunden noch? Ja. 2 Stunden irgendwas? 2 Stunden. Also ich habe irgendwas mit 15.39 Ende. Ja, ich denke mal. Da wir jetzt 13.40 haben, sind wir in gut 2 Stunden durch. 2 Stunden noch, dann ist es schon wieder vorbei. Ja, dann hast du Feierabend. Dann sind die 24 Stunden rum. 2 Monate Vorbereitung, Organisation und alles. Ja, so schnell kann's gehen. Einmal alles vorbei. Christoph? Ja? Ich hab da mal eine Frage. Oha, jetzt aber.
Ja, ich werde hier so angechattet von so gewissen Leuten. Und jetzt sag mal einen Namen. Jetzt bin ich mal gespannt. Nein, Namen nenne ich keine, aber ich krieg hier geschrieben, das wären irgendwelche Insider. Und wenn ich dich darauf ansprechen würde, wüsstest du Bescheid wissen. Jetzt will ich nur, warte mal. Jetzt will ich nur den richtigen Satz hier zitieren. Ich ahne Schlimmes. Du musst es mir erklären, weil ich möchte so Insider auch wissen, ja. Also ich will ja nicht dumm sterben. Aber du musst mir jetzt wirklich erklären, was das zu bedeuten hat. Christoph hat ja auch einen harten Stuhl. Von wem hast du das denn bekommen? Ich verrate nichts, mein Lieber. Ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist, um jetzt ehrlich zu sein. Wie? Kann doch nur vom Jörg Vogel kommen. Nein, es kommt nicht vom Jörg Vogel, da kann ich dich beruhigen. Von wem denn? Das kennt mich doch kaum einer. Ja, anscheinend kennen dich doch wohl ein paar Leute mehr. Also, was hat das mit dem harten Stuhl auf sich? Erklär. Ich hab keine Ahnung. Ich hab wirklich keine Ahnung. Wenn ich weiß, wer es geschrieben hat, dann komme ich wohl immer noch nicht darauf. Lässt mich jetzt die nächsten 2 Stunden nicht in Ruhe, weißt du das? Bitte? Lässt mich jetzt die nächsten 2 Stunden mit Sicherheit nicht in Ruhe. Ja, wer der weiß. Satz. Komm, schreib mir das doch privat, wer das geschrieben hat. Nein, ich bin doch keine Petze. Und wenn, dann kann ja derjenige, der es mir geschrieben hat, sich selbst outen und dann zu uns kommen. Und dann könnt ihr das dann zu zweit klären. Nein, unter nicht on euch. Air. Nicht on air. Nicht on air. Hast du Angst? Nee, nur wenn ich weiß, welche Person das ist, dann wird mir höchstwahrscheinlich schon so einiges klar. Also ich krieg hier geschrieben, du wärst übermüdet, deswegen könntest du dich da jetzt nicht dran erinnern. Aber wenn ich nachdenke, dass du 11 Stunden geschlafen hast, dann kann das nicht an der Übermüdung liegen, ja? Also, nee, das... So. Ach, diese Person war das. Na, pass mal auf, Person XY, ja? Hat sich diese Person jetzt bei dir gemeldet? Ja. Ich weiß zwar nicht, aus welchem Livestream dieser Satz kommt, ja? Beziehungsweise aus welchem Event. Und wenn ich den gesagt habe, nee, ich trinke ja keinen Alkohol, sonst hätte ich gesagt, sonst stünde ich unter Alkoholeinfluss oder, naja. Okay, ja. So richtig verstehe ich den Satz zwar immer noch nicht, aber okay. Ja, du musst doch wissen, was du damit gemeint hast, wenn du ihn ausgesprochen hast. Ich meine, diese Person, ne, die kenne ich, warte mal, 2000, wann hatten wir das erstmal zu tun? Ich glaube 2010, ja. Das heißt, es sind gefühlt 170 Livestreams, ja, mit Sicherheit 170 Livestreams, die ich in der Zeit schon gemacht habe. Und da soll ich wissen, was ich hier erzählt habe. Ja, selbstverständlich, Christoph. Ich hab doch keine Datenbank in meinem Kopf. Nicht? Nee. Du? Ja. Aber interessant zu wissen, dass es die Person, die sich geoutet hat, das weiß. Ich bin mal ganz kurz AFK. Du machst das schon, ne? Ja, jetzt lässt du mich auch noch alleine. Nein. Ich verstehe das schon. Ja, ja. Ja, wir sind beim Führenden drauf, kann nichts schief gehen.
Jo. Ich habe ja nichts verpasst. Ist ja wunderbar. Nee, wir haben noch ein paar Fahrzeuge, die versuchen, in ihre Startaufstellung zu fahren. Auf die richtige Position. Aber weißt du was? Gleich steigt wie heißt das? Die Kompetenz im Livestream. Warum? Wer kommt? Wer besucht uns? Warte, gleich. Überraschung. Oh Gott, ich ahne Böses. Wenn diese Person kommt, ist alles gerettet, ja? Sicher. Ja. Dann kann ich ja wieder gehen. Nein. Nee, nicht die Person. Die ist es nicht. Das ist die falsche Person. Och Mann, Christoph. Die sorgt nicht für Kompetenz. Boah, das ist jetzt aber ganz schön gemein. Dann denke ich halt wieder. Aber ich weiß, wie der Nico es meint, von daher, ne? Na klar. Ja, dacht Nico, ich. Erneuter Restart. Spielt euch das wenigstens in den Karten, wenn du schon mal hier bist? Ja. Die hinter uns, sprich, Cape. Ich heiße nicht Escape, da oben sie. Escape Masters ist jetzt eine Runde zurück. Die waren eigentlich bei uns in der gleichen Runde. Ja, sag mal so, wir hatten auch viel Pech in den Restarts und jetzt haben wir halt auch mal ein bisschen Glück. Ja, und ich sehe schon, wen du meinst mit der Fachkompetenz. Ich sehe es schon. Warte ab. Vielleicht ist es noch jemand anderes. Das hat noch lange nichts zu bedeuten. Ja. Jetzt geht's los. Ich weiß gar nicht, wer jetzt bei euch auf dem Auto drauf sitzt. Der Andreas Schmich, wird er jetzt durchfahren? Nico? Nein, der wird nicht durchfahren. Okay, aber jetzt ist die Person endlich da, die für Kompetenz im Livestream wieder sorgt. Das ist der Max Pelker. Hallo! Boah, so nett hat mich hier aber noch keiner empfangen. Da kann der Lutz sich mal eine Scheibe von abschneiden an der Stelle, ja? Guten Tag! Max, er will doch nur schleimen. Ja, weiß ich doch. Das versuchen sie alle, ja? Schon jahrelang, aber es funktioniert einfach nicht. Ja, das muss ich an der Stelle mal festhalten. Du hast sie einfach durchschaut, gell? Ja, ja. Irgendwann kriegst du es raus und dann denkst du dir nur, ja, ja, erzählt ihr mal, ich denk mir meinen Teil. Ich auch, ne? Ja, Max, wie waren denn deine Stints über Nacht überhaupt so? Boah, die waren dunkel in erster Linie, ja, muss ich jetzt mal so sagen. Ja, nur der letzte jetzt gerade, der war dann schon wieder im Hellen. Das war mal eine schöne Abwechslung. So, aber sorry. Ansonsten war dunkel. So, das sollte jetzt losgehen. Seid ihr da drauf? Ich kann gerade hier nicht. Ja, gut. Ihr habt das im Griff jetzt. Ich bin etwas angenervt gerade. Also nicht wegen des Restarts, sondern wegen der Leute. Aber auch nicht wegen der Leute, sondern alles zusammen ist gerade etwas ungünstig. Wenn ich jetzt hier noch länger mehr erzähle, dann verscherze ich es mir wahrscheinlich noch. Ich bin dann gleich wieder da. So, das heißt, wir werden jetzt direkt wieder einen Restart erleben. Ich weiß gar nicht, wie vierte es ist. Ja, die Autos rollen auch schon wieder, sehe ich gerade. Also die IP ist die gleiche geblieben, Max, falls du... Ja, ja, das passt schon. So, jetzt muss ich wieder Show RF Position. Achso, dann reloaden wir es hier einmal nochmal. Genau, weil dann wird es nämlich auch stimmen. Nummer 7, ja, was ist mit Nummer 7? Ja, die Aussage war sehr, Achso, okay. Ja, tschüss Nico, der muss kurz weg. So, einmal nochmal schnell Reifen aufwärmen und dann geht's auch los. Ja, jetzt haben wir glaube ich noch 2 Stunden Rest ziemlich genau, ne, oder? 1,5, irgendwie sowas. Ich hab's jetzt nicht genau auf dem Schirm.
Auch nicht. Knapp 2 Stunden. Das ist ja nicht mehr viel. Obwohl oben links steht bei mir 1 Stunde 50. Ja, es sind ja knapp 2 Stunden, also insofern hat sie ja recht, ne? Ist doch. Muss ich jetzt einfach mal zu ihr halten, ja, in dem danke. Fall. Ja. Danke, Max. Okay, ihr habt recht, ich hab Unrecht, aber yeah. Wobei ich recht habe, ist, dass gleich der Restart erfolgt. Ha! Überholt werden darf erst ab Start und Ziel und nicht schon vorher. Dauert ja natürlich ein Stückchen, weil... Aber die sind alle schön beisammen, im Gegensatz zu den Restarts, die ich gesehen habe. Und hier ab Start und Ziel darf beschleunigt und überholt werden. Auf geht's in die letzten 2 Stunden. 1 Stunde 50 steht uns noch zu Buche. Ja, alles sehr, sehr gut aus. Wäre natürlich fatal, schon in der ersten Kurve einen Unfall zu haben. Ja, euer LMP ist ja nur noch zu dritt, Max, ne? Der eine ist auf dem Weg zur Klassenfahrt irgendwie, oder? Ja, aber schon irgendwie seit heute Nacht. Ich glaube, um 4 Uhr hat der hier alles ausgemacht, aber das wussten wir ja vorher schon. Von daher ist ja alles okay. Der Sascha, der fährt das jetzt allein zu Ende auf dem LMP2. Der freut sich wie ein Schnitzel, ja. Und, ja. Aber wie gesagt, das wussten wir ja vorher schon. Ja, mich würde mal echt interessieren, ob er irgendwo einen WLAN-Spot oder so gefunden hat schon, wo er mal reinschauen kann. Aber mit Sicherheit gibt es ja über Social Networks ja die Möglichkeit, den aktuellen Stand zu erfahren. Ich denke schon, dass er da informiert ist, umfassend, ja. Ja, das wär's, wenn im Bus Simrace TV läuft, ja. Das wär's. Das wär wirklich das Nonplusultra. So, jetzt müssen wir natürlich auch gucken, weil dadurch, dass hier jetzt wieder Entschuldigung, alle zusammen sind, gibt es jetzt auch gleich wieder 2 Kämpfe. Auf jeden Fall konnte ich aber sagen, der Ronny hat jetzt Glück gehabt, ne? Der war ganz vorne und der nächste, der hat schon 20 Sekunden Rückstand. Also Ronny hat ein bisschen die Karten gespielt. Dani Hake, abseits der Strecke, ist ja was ganz Neues. Schauen wir mal. Oh Gott, da bist du ja verrückt bei solchen Überholungsmanövern. Pass auf, mit Sicherheit hat es da vorne irgendwo gescheppert. Ne, komm, bleib zurück. Und dann den kürzesten Weg genommen. Oh, da war auch noch einer. Wer ist das? Hydra. Wo haben wir den? Der wird mir gar nicht aufgelistet. Naja, egal. So, das ist natürlich jetzt ein buntes Treiben da hinten. Wir schauen uns das mal an. Um Himmels Willen, hattest du sowas erlebt im Rennen, wo du ganz, ganz viele Autos an einer Stelle hattest, Max, oder ging es? Ja, ich habe ja auch einen Restart mitgemacht, oder 2 sogar, also von daher, ja. Das ist teilweise schon ein bisschen abenteuerlich, aber ich habe ja jetzt im Verlauf des Streams auch schon ein paar Mal gesagt, dass das eigentlich in Summe sehr zivilisiert abläuft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb, also da war jetzt kein Moment dabei, wo ich sagen würde, das war jetzt irgendwie grenzwertig oder dass man da mal richtig Angst bekommen hätte. Das ist absolut nicht der Fall gewesen. Von daher, also auch jetzt sieht es ja eigentlich sehr ordentlich aus. Trotzdem jetzt hier eigentlich alles durcheinander ist im Feld. Ja, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Die ersten 3 in der großen LMP1-Klasse sind ja jetzt noch in einer Runde, so wie ich das sehe. Auf die letzten 2 Stunden gesehen. Da kann natürlich noch einiges passieren dann. Ja, in anderen beiden Klassen ist das ja schon ein bisschen auseinandergezogen. Das hat sich jetzt für Federer Sports Poland eigentlich richtig gut ergeben. Ich meine, es sind jetzt zwar wieder 24 Sekunden, aber im Vergleich zum vor dem Restart ist es deutlich jetzt besser. Eigentlich, klar, die Abstände, ich weiß nicht, werden die dazu addiert noch oder sind die jetzt weg?
Meinst du das? Ja, die jetzt zwischen Ronny und dem Peter Sports LMP waren. Die irgendwie noch dazugerechnet werden zum Schluss. Nein, das ist jetzt bereinigt. Der Mann hat 25 Sekunden Vorsprung und noch 2 Stunden Zeit, die wieder aufzuholen. Ganz einfache Rechnung. Dann, weil jetzt ist das Interessante, die haben jetzt alle, dadurch, dass sie neu joinen mussten, neuen Motor, neues Fahrzeug, ja, alles ist neu. Allein die Tatsache, dass jetzt auch wieder die schnellsten Fahrer im Auto sitzen, zeigt ja, dass dann auf jeden Fall jetzt komplett Gas gegeben wird, die letzten 2 Stunden. Weil darum, jetzt ist wirklich Sprintrennen. Spätestens jetzt. Jetzt ist wirklich, ja, ist so schön Polen offen, ja, auf gut Deutsch gesagt. Deswegen, kann natürlich am Ende auch interessant werden, wer jetzt noch einen Stopp mehr braucht und wer nicht. Also kann natürlich dann im entscheidenden Moment schon einer zu viel sein. Ich gehe jetzt mal stark davon aus bei der Restzeit, dass wir von jedem Team noch 2 Stück sehen. Wer dann noch einen dritten braucht, warum auch immer, der ist eigentlich schon raus aus der Nummer. Ja, man muss auf jeden Fall sagen, RML hat nach dem momentanen Stand keine Chance auf das Podium, wenn da vorne nichts passiert. Ja gut, die liegen jetzt 2 Runden hinten dran, hinter den ersten 3, aber wie gesagt, ein Disconnect vorne, der könnte schon reichen, um die 2 Runden fast zuzufahren. Ist natürlich oder 2 Reifen stehen, wie bei Ace Racing, bei Alex Sturm. Kann alles passieren, deswegen, also noch ist da nichts entschieden, auch wenn man da jetzt natürlich auf die anderen angewiesen ist, aber... Aber da sehe ich, dass der Essig schon wieder hinter den Sturm ist, also da haben wir irgendwas wohl verpasst. Weil der... Ja, da ist aber eine ganze Runde zwischen mittlerweile. Ja? Ja, ja, 3 Minuten 19 ist da weil der die, Abstand. Weil die waren ja vorbei, oder war es ein anderes Team? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Doch, nee, das war der Nikolai. Ja, ich vergesse was. Na, ich lache jetzt, weil der Danny Schubert mir was geschrieben hat. Ja, du hast also, ja recht, Danny, aber das sage ich jetzt nicht laut. Ja, der Danny hat schon irgendwas... Naja. Wir hören uns noch, Danny. Wir hören uns noch. So. Haben wir irgendwo einen Positionskampf, einen direkten? Ach, nein, der, nicht so der wirklich, Adam ne? schreibt mir gerade, den Nachnamen spreche ich mal nicht aus, das wäre für euch nicht so gut. Nur Federer kann P1 angreifen. Und, ja, ich meine, wenn Pasniki sind 14 Sekunden, also da ist auch noch nichts verloren. Adam, also, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass das Sim Racing Pay so gesehen, ja, Ja, sprich dich aus. Ja, ich merke gerade, dass ich absolut keine 2 Dinge gleichzeitig machen kann. Timing, Livestream und reden, das ist nicht gut. Da wären wir wieder beim Thema Multitasking. Ja, ja. Das sind so Sachen, die mache ich dann einfach gar nicht. Ja, weil ich ja vorher weiß, dass das nicht klappt. Ja, Sim Racing Pair ist es, glaube ich, so die Hoffnung, falls bei Federer Sports was passiert und der Adam würde sich sogar anbieten auf ein deutsches Interview. Ja, das freue ich mich ja, sonst kann die Agnes ja übersetzen. Hallo, Adam, whatever. Hallo. Kurkuschewski. Was? Kakuschewski, also von das, was die Deutschen machen, also sagen, also Kakuschewski. Okay, ja, ich weiß, das ist ein schwieriger Name. Och, da kenne ich aber schwierigere. Ja, wie läuft's für euch? Jetzt muss ich erstmal fragen, du bist jetzt vom Federer Sports Poland Team, ne? Nein, von Sim Racing PL. Also was? Ich bin nur ein Spotter, also. Ich bin fast von Start von den Rennen, also mit Maciek und mit Patrick, also. Also, die fahren nur in 2, also. Die sind auf eine schlechte Position von dem Start, ja, man kann sagen. Aber immer doch, also jetzt, ich denke, dass das nur. Dass wir können hoffen, ja, dass Ronny oder Mateusz machen etwas dümm oder die Krümel zusammen, ja, so. Wir können jetzt nur glauben, ja. Ja. Wie war denn das, als auf einmal Federer Sports Poland so nah rangekommen ist? Weil das ging ja auch sehr schnell, ne? Ja, also, durch die Nacht, die waren auch hinter uns, also, da war auch eine Zeit, wenn wir waren auf dem P1, ja, also mit fast 3 Minuten Vorsprung,
Dann war auch den Server-Restart, ja, und so weiter. Also Magic hat auch den Connection lost durch die Nacht. Also wenn wir waren auf dem P1, also das ist auch, man kann sagen, schlechte Nachricht, ja. Aber immer doch, also P3, ein komfortabler Vorsprung auf dem P4. Also das sind zwei Runden. Ja, und jetzt nach dem Restart, also Federer sind jetzt nur 30 Sekunden hinter P1. Da waren ungefähr 2,5 Minuten, ja. Aber Maciek und so, also den Aston Martin hat keine, man kann sagen, also den Pace, ja, von den zwei Top-Mannen, also da haben wir nicht, also. Ja. Wie war denn für euch die Nacht? War die eher entspannt oder hattet ihr viel zu tun mit irgendwelchen Reparaturen, Disconnects? Na okay, Disconnects nicht, sonst seid ihr ja nicht da vorne. Ja, aber also wir haben wirklich nur diese einzige Connection Loss, ja, wenn Magic war, wirklich mit einem sehr großen Vorsprung auf dem P1, ja, und das war für uns also wirklich, ja, eine nicht so tolle Zeit, man kann sagen, durch den Rennen, ja, aber immer durch, also, ja, also P3, das ist auch nur mit zwei Fahrern, also, ja. Das mal vor Agnes, wenn wir beide in ein Team fahren würden und jeder müsste 12 Stunden fahren, ne? Boah. Ja, bitte, ich höre. Boah. Ja, Christoph, dann wäre nichts mit 11 Stunden schlafen, so wie heute. Ja, so lange? Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja ich habe schon gesagt, er soll sich wirklich schämen, dass er diese Nacht, ausgerechnet diese Nacht, 11 Stunden geschlafen hat. Das ist eine Schande für ihn. Ich habe auch nur mit 7 bis 8 gerechnet und dann guckst du auf den Wecker und der sagt dann so 11 Uhr. Und dachte ich mir so, ja, läuft, ne? Halbes Rennen verpasst, aber okay. Aber immer doch, also ich hoffe, dass also dass nur Federer hat den Pace zu den Notox zu schlagen wollen. Also nur diese zwei Teams, also auch durch die Nacht und so weiter, also nur sie machen, man kann sagen, nonstop unter 3 Minuten 20 Sekunden, also ja, das ist, die zwei sind in ein anderer League, ja, man kann sagen. Ja, man sieht es auch gerade wieder, Ronny Hähnel, letzte Runde, 8:18 und Federer... 3:18. Das ist kein Nordschleife. Was haben die 8:18 gesagt? Oh, scheiße. Ja. Sind das ja noch die Zeiten an diesem Wochenende. Das sind die Zeiten von Nordschleife, ja. Von so einem GT3, ich weiß. Federer 3:19 und ansonsten sehe ich hier 3:23, 3:22. Bei 20 auch mal, aber boah, das ist ja eine eigene Liga. Die Laune im Team, wie ist sie so? Hallo? Ja? So eine Frage? Noch einmal. Wie war die Laune so im Team? So über das ganze Rennen bisher? Oh. Ja, also man kann sagen, also wir sind die ganze Zeit zusammen jetzt, also Patrick wartet auf, ich denke, dass, also Maciek sagt, dass er geht bis zum Ende, ja, aber ich denke, dass Patrick wird noch auf die letzte Stunde gehen. Wir haben diese Restart, ja, mit diesem Mismatch hat unsere Strategie, man kann sagen, weg. Scheibe, also dass wir hatten hoffen, also auf die härteren Reifen, ja, zu gehen. Diesen Restart hat unsere Strategie scheiße gemacht. Also das ist ja. Also jetzt, das sind nur 50 Sekunden. Also das ist auch mit der Strategie P2, das könnte sein, dass wir können noch ein Plätzchen nach oben gehen, aber nicht mehr. Oh, ich sehe gerade, und ich hatte schon gewundert, Jonathan Erschien, die Verbindung wurde unterbrochen, Connection Loss, und ja, ich sehe es auch gerade, er ist definitiv raus, vorerst, Vortex Motorsport, damit der dritte Platz der... LMP2. Ja, in der LMP2, stimmt.
Das Gute ist aber, sie haben 4 Runden, das sind 7 Minuten 13 Vorsprung auf Manuel Hene und Notox. Also hoffen wir mal, dass da ganz schnell wieder nach vorne geht. Oder dass sie wieder fahren können, voll besser gesagt. Weil das wäre natürlich schade, nach 22 Stunden immer, fast immer auf P3 zu sein in der Klasse LMP2 und dann durch ja irgendeinen Verbindungsverlust. Ja. Ja, fast sicheren Platz auf einmal zu verlieren. Ah, und jetzt Ronny Hackel mit 3,17,5, also das ist. Boah. Was wären ungefähr deine Rundenzeiten, wenn du hier fahren würdest in dem Verkehr auch mit? Also ich habe. Ich hatte. Jetzt machen wir auch ein anderes Projekt, ja, ab in 17 PL, ja, auch mit den GT3 Liga und so weiter. Und ich fahre nicht hier mit den zwei, ja, mit Maciek und oder mit Patrick oder in LMP2 oder GT, ja. Und das, also, das ist ein großes Schade, ja, dass, weil ich habe mit den Sim Racing Raceboot, ja, gefahren in GT3, ja, wenn die Saison war noch dran, ja, also. Auf den Spa, auf den Bathurst und auf den Laguna, ja. Und jetzt eben nur als ein Spotter, man kann sagen, ja, so. Aber es ist auch mal was anderes, ne? Was ein Spotter mit Sicherheit, ne? Ja, aber das ist auch, man kann sagen, also. Und das, also, ich helfe, wie ich nur können, also. Du sagst jetzt, du warst jetzt hier als Spotter nur aktiv. Bist du in den vollen 24 Stunden dabei geblieben oder warst du zwischendurch fast, dann auch mal fast? Das ist ja dann auch anstrengend, sag ich mal, wenn man nicht aktiv fährt und dann trotzdem die ganze Zeit dabei bleibt. Also ich hatte ja zumindest das Vergnügen, ab und zu mal fahren zu dürfen. Genau. Ich stelle mir das anstrengend vor, dann nur in Anführungsstrichen aufzupassen, was die anderen da machen. Genau, ich habe diese zwei Lifetimings, ja, so mit den Track Position mit den Position auf die Strecke, ja, so die Abstände. Ich habe drei Livestreams, ja, ohne Kommentar geöffnet, also die drei Kameras, man kann sagen, dass ich sehe mehr auf den Strecke, ja, was geht. Und ich mache auch die Kalkulationen, also wie viel, man kann sagen, Runden machen von einem Tank, ja, die Teams, die sind hinter uns, direkt hinter uns und direkt vor uns, also das ist auch, man kann sagen, ja, also wenn man, also das ist auch ein Teil von den Racing, man kann sagen, ja, und von den Endurance, man kann sagen, ja. Da würde mich echt interessieren, wie danach so ein Zettel aussieht. Ich mache alles in Kalkulation, also in Excel, ja, so alles das. Ja, klingt ja trotzdem sehr professionell. Also das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, das waren die drei APs von dem Server, aber das war dann auch alles, damit ich die nicht vergesse im entscheidenden Moment. Also ich mache auch die Abstände, ja, von den Mann vor uns und hinter uns, also das, ob Maciek oder Patrick ist schneller oder langsamer, ja, als, also von diesen zwei, ja, und so weiter, also. Dass man sieht das alles in einer längeren Perspektive, ja, man kann sagen, ja, dass, wenn er fragt mir, ob er ist schneller oder ne, also ich kann sagen, dass in den letzten 5 Runden, ja, er hat ungefähr zum Beispiel 10 Sekunden, ja, gut gemacht auf den P3 oder so weiter, ja, also das. Ja, ich weiß nicht, Agnes, hast du noch sonst irgendeine Frage? Ansonsten dein Tagesablauf, was machst du nach dem Rennen noch so? Fernsehen gucken, schlafen oder? BTCC zu sehen, ja, also den britischen Touring Cars, also weil heute, die sind auf den Croft-Strecke, ja. Die reale oder? Ja. Aber im Fernseher, also. Ja, die Sender empfange ich ja nicht hier in Deutschland, das ist. Ich meine, mit Sicherheit ist es interessant, da sind noch ein paar Chaoten unterwegs, wenn man sich so ein paar YouTube-Videos mal anguckt, aber ja, schon eine interessante Serie eigentlich. Ja, also und man kann sagen, also da ist die sehr nah Racing, also Seite an Seite, ja, so. Ja.
Max, du noch eine Frage an den? Nö, also ich bin wunschlos glücklich, sage ich, glaube ich, an der Stelle immer. Ich auch. Ja, Adam, dann würde ich sagen, wünschen wir dir auf jeden Fall noch viel Spaß in den letzten knapp 2 Stunden und hoffen mal, dass es auch jetzt nicht mehr langweilig wird. Ich denke mal, bei der aktuellen Konstellation wird es das auf keinen Fall. Und ich drücke auf jeden Fall alle Daumen, dass die Autos jetzt ins Ziel kommen und dass ihr die Platzierung dann zumindest haltet, wenn nicht sogar noch verbessert. Ja, ja, danke sehr. Und auch die danke von mir und auch von der polnischen Magazin-Community für den Orga, ja, und auch für den TV-Magazin, ja, auch für den polnischen Kommentatoren, von Spanien und auch für Sie, für Lutz, für den Final Decision Le Mans zu organisieren, ja. Ja, hört er bestimmt mit Sicherheit gerne, der Lutz. Ich bin mir sicher, der taucht auch gleich nochmal auf. Der muss sich ein bisschen abreagieren, habe ich gerade rausgehört. Aber der taucht bestimmt gleich wieder auf. Ja, wunderbar, Adam. Und ich hoffe, dass auch, dass ist nicht die letzte Wort von den Steam Racing auch. Also ich hoffe, dass, ja, ich weiß, was da geht, also mit dem GT3, ja, weil die Liga war wirklich gut organisiert, dass Sebastian da waren dann mit. Ja, also die Community war dann nicht so gut, also ja, weil die Rennen waren sehr gut gemacht, ja, also und dann da waren nur ein paar Leute, die wirklich den Liga hatten, ja. Also ich hoffe, dass GT3, also diese Endurance Races kommen zurück, ja, durch, von meiner Perspektive, ja. Oder auf den RF1 oder auf den R-Faktor 2 oder. Ja, schauen wir mal, was da die Zukunft bringt. Ich bin da überhaupt nicht informiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen beiden aussieht, aber ich habe keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass dieses Rennen hier nicht das letzte sein wird. So viel kann ich, denke ich mal, schon mal sagen, weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und deshalb. Genau. Weil wir jetzt sehen, dass Leute wollen, Rennen zu fahren, ja. Also wir haben die ganze Zeit über 200 Leute, ja, so von vielen Nationen. Also, ja. Die Leute sind die ganze Zeit da, ja. Und die wollen Rennen zu machen, ja. Also. Ja, dafür sind wir hier. Und wie du schon sagst, da sind jetzt gerade noch 45 Autos auf dem Server. So schlecht kann es also nicht sein, sonst wären die alle nicht hier, ja. Deshalb, wie gesagt, ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Wort. Auch wenn dieses Rennen dann nachher vorbei ist. Ja, okay, also ich gehe noch zu meinem Team. Also 50 Sekunden, also die Leute machen die ganze Zeit 13, 18, sicher. Also Mateusz, also ich habe auch gesehen, wie Mateusz hat also durch die Verkehr gefahren. Also er war Pedal to the Metal von der ganzen Anfang, also da war 3 wide oder 4 wide von wenn er war in oder out von den Schikanen, ja, und so weiter, also er war den ganzen Tag auf den Lichter, ja, also er will das noch gewinnen, ja. Ja, wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten und wie gesagt, ich drücke auf jeden Fall alle Daumen, dass da noch was geht und ja, wie viel Rest haben wir jetzt eigentlich noch? Passt die ganze Zeit. Eine Stunde 27 Minuten. Oh, sogar gleichzeitig. Könnt ihr das nochmal machen? Auf 3, komm, Christoph, wir kriegen das hin. Ja? Okay. Sehen wir uns drei. Nein. Das ist ja ein bisschen mit der Verzögerung im Teamspeaker ein bisschen schwierig, oder? Ja. Ja, gut. Adam ist jetzt gerade wieder weg. Jawohl. Hat sich gerade verabschiedet. Dafür kommt Lutz. Dafür kommt Lutz. Ja. Boah, Leute. Ja, so, wir sind alle total fröhlich und alles ist schön. Und ich weiß jetzt überhaupt nicht, was auf der Strecke los ist. Also macht ihr mal einfach wieder so weiter, wie ihr angefangen habt. Und wir sind ja jetzt hier wirklich, haben wir jetzt die Polen überholt? Ja, haben wir. Also Anzahl Moderatoren. Mhm. So. Warte mal, das kann man schnell ändern, mein lieber Lutz. Mach. Bei denen war ich ja schon keine Ahnung wie oft und ja, nee, irgendwann muss ich mal hier ja. Genau. So.
Wie sieht's denn jetzt hier aus? Wo haben wir denn jetzt irgendwo, haben wir denn was Spannendes? Wie sieht's denn in der P2 aus am Start? Ich meine, die sind ja jetzt wieder bei... Ach nee. Eieieiei. 3:11 zurück. Allstar hinter Independence? Ist das so? Yep. Ja, wo wir auf jeden Fall noch spannend haben, ist in der großen Klasse vorne. Da sind die ersten drei innerhalb einer Runde. Ja. Knapp eine Minute voneinander getrennt. Ja, GT-Klasse ist ja klar. Da haben wir die 2 Runden Vorsprung bei Allstar. Da könnte es noch ein bisschen spannend werden um den letzten Podiumsplatz. Alpha Racers und Simrace 3, die nähern sich da so ein bisschen an, liegen nur noch 9 Sekunden auseinander. Ja. Ja, und in der LMP2-Klasse haben wir auch noch so ein paar kleine Zweikämpfe um die Position. Da können wir nachher auch noch mal genauer hinschauen. Aber ich denke mal, die ja, große Klasse, die sticht jetzt hier so ein bisschen raus, indem halt die ersten drei noch wirklich um den Sieg fahren können. Ja, wir hatten ja gerade den Adam hier, der hat ja ein bisschen Einblick geliefert. Also der Matthäus vorne, der macht richtig Dampf. Und ja, Ronny tut alles, um da den Vorsprung vergrößern zu können. Ja, im Moment klappt es auf jeden Fall noch. Hatte auch ein bisschen Glück gehabt beim Restart. Er war ja ganz vorne, der Ronny. Der Matthäus, der musste sich erst durchs Feld kämpfen. Da waren natürlich dann schon relativ schnell 20 Sekunden zusammen. Aber wie gesagt, der Ronny, der arbeitet weiter an Vorsprung. Das ist schön. So, jetzt schon wieder jemand hier. Ich werde hier wahnsinnig. Entschuldigung. Ja, übrigens ganz kurz, weil ja der Jonathan Edge einen Disconnect hatte. Also es sind noch 3 Runden Vorsprung. Also es ist doch noch nicht alles verloren. Ja, jetzt muss ich aber die Frage trotzdem mal stellen, auch wenn die wahrscheinlich schon gestellt wurde hier im Stream, Agnes, wie kommt denn jemand wie du zum Simracing? Also wie ich dazu komme, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, über welche Umwege klappt sowas? Muss ich jetzt einfach mal fragen. Kurzversion oder die lange? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber ich denke mal, die Kurzversion reicht, wenn die lange Version schon mal dann war. Ich weiß ja nicht, was ihr in der Zwischenzeit gemacht habt. Nein, Schatz beiseite. Ja, wie komme ich dazu? Mein Freund fährt bei der RSA selbst mit. In der Wintersaison ist er jetzt letztes Jahr mitgefahren. Jetzt im Sommer setzt er aus. Mein Freund, ja. Wie heißt der? Ich habe ein paar Streams mitgeguckt. Ja, wie man da so als Frau natürlich ist, sich so ein bisschen über Fahrer und Kommentatoren aufgeregt. Ja, meine Klappe ein bisschen zu weit aufgerissen und dann wurde ich dann von 4 Fahrern von der RSA angeschrieben, ja, Agnes, es wird Zeit, dass du auch moderierst, wenn du schon die Klappe so weit aufreißt. Ich glaube, das hat dann so ungelogen echt ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich dann den Lutz angeschrieben habe und gesagt habe, hier bin ich. ich mach. Ja, und so kam ich dazu und irgendwann hatte dann der Lutz und ich dann so einen kleinen Deal und hier bin ich. Ja, ist auf jeden Fall mal eine schöne Nummer, weil ich kann mich entsinnen, ich bin jetzt glaube ich auch schon seit 8 Jahren aktiv hier und ich glaube, du bist jetzt die 3. Frau, die mir irgendwie beim Weg läuft in dem Sport hier, keine Ahnung. 2 davon sind irgendwie mal mitgefahren bei uns. Ja, du bist aber rein organisatorisch tätig, glaube ich, ne? Ja, wobei, du wirst lachen, ich habe heute auch schon ein paar Anfragen gekriegt, wann ich fahren werde. Ja, die Frage werde ich beantworten, und zwar mit der Antwort niemals, um Gottes Willen. Dafür habe ich keinen Nerv. Ja, was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Wenn du erstmal lange dabei bleibst, wer weiß, vielleicht hast du dann doch irgendwann mal Lust, das auszuprobieren. Du, ist ja nicht so, als ob ich nicht schon hinterm Lenkrad gesessen hätte. Ja, ich meine, ich habe auch die Gelegenheit genutzt, wenn mein Freund nicht da war oder sonst mal irgendwas, erst recht, wenn halt wieder bei der RSA ein Rennen, anstand, dass ich mich einfach hinters Lenkrad gesetzt habe, Rechner hochgefahren und dann mir alleine nur mal um die Strecke anzugucken und das Ganze mal, ja, auch verstehen zu können, was da passiert. Also ich bin nicht nicht gefahren. Ich gib's ja zu. Ja, wunderbar, schöne Sache. Könnte man eigentlich so ein TV-Team eigentlich wieder gründen, ne? Was, wer soll denn da mitmachen? Was am Fahren ist? Agnes, du... Ja, ich kann das ja nicht, also von daher... Lutz. Ich denke, mein Lutz wird nicht fahren, aber... Ich sehe gerade,
die Witchwood LMP2, die waren in der Box. Ich weiß jetzt nicht, ob das planmäßig war, weil da hatte ich mir jetzt noch einen Zweikampf gegen die German Racers erhofft. Da hat er so ein bisschen... Oh, das war... Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Der Garage. Oh, Witchwood. Ja. Oh, zart. So, Damen und Herren da draußen an euren Bildschirmen, wir hier in unserer Kommentatorenkabine und die Organisation des Events hat getagt. Das heißt, ich habe mit mir geredet, weil der Micha ist nämlich nicht da. wir werden das Rennen nicht um 15.25 Uhr abwinken, sondern ihr fahrt die 1 Stunde 20, die jetzt noch to go sind. Eigentlich war das korrekt eingestellt beim Restart, aber aufgrund der Teams, die danach gejoint sind und dadurch andere Teams dann auf falschen Positionen standen, ist diese Zeit dazugekommen. Und wir haben jetzt noch ziemlich genau 1 Stunde 20 Minuten zu fahren, sodass wir um 15.44 Uhr das Ganze beenden hier. Das sind genau 20 Minuten oder 19 Minuten, wenn man ganz korrekt sein will, länger als die 24 Stunden, aber wir können es leider nicht anders jetzt mehr machen. Es bringt nichts, wenn wir jetzt sagen, wir finishen das Race um 15.25 Uhr, das kriegen nicht alle mit, dann gibt es auch wieder nur Trouble. So ist die Zeit und wenn ihr von jemand anders gefragt werdet, dann sagt das bitte so weiter. Mann, ey. Ach, Herr Enger, es ist gleich geschafft. Warum tut man, echt wirklich, ich verstehe es echt nicht, warum tut man sich das an? Ja, aber jetzt warte mal, bis du morgen früh aufstehst oder wann auch immer dann der Dings ausgeschlafen ist, ja, dann denkst du dir wieder, ach ja, komm, nächstes Jahr einfach wieder. Ja, ja, genau. Ja, es ist wirklich, das Rennen an sich ist eigentlich, ja, ist auch schön, aber die Zeit davor ist eigentlich das, was es ausmacht. Aber naja, gut, für mich jedenfalls. Ja. Die ganz große Faszination, die wir noch 2007 und 2008 gehabt haben, oder halt auch 2012 erstmals mit diesem Rejoin-Plugin, das ist irgendwie, es ist eine Routine geworden, das ist eigentlich sehr schade drum. Und naja. Aber Hauptsache den Fahrern macht Spaß und das dafür tun wir das. Genau. Ja, und wir haben ja gerade schon gesagt, als der Adam noch hier im Kurzinterview war, ja, wir sind jetzt immer noch 45 Autos auf dem Server, also so schlimm kann es nicht sein, sonst würden die Jungs hier nicht fahren, also ja. Von daher. Ne? Also eigentlich könnte es nur 44 sein, weil der Ingo wollte erst wieder joinen, so die letzten, also das KSR-Team, glaube ich, oder heißen die, oder KRS, SSH, nee, wie, ich weiß nicht. Ja, also Ingo Schmidt und Dietmar Blaskowski und Heiko Kostin, die wollten eigentlich erst wieder joinen, wenn die letzten zwei Runden. Also theoretisch sollte es so sein, dass wir momentan... Ja, wir haben 47, ist richtig, mit den drei SimRacing-TV-Autos. Also 44 aktive Fahrzeuge im Rennen, genau. Übrigens, wir sollten vielleicht, weil wir von so, oder ja, als so Mittag war, rumgeschätzt haben wegen Vortex LMP1. Sie haben übrigens GT Racing überholt. Damit jetzt Position 42 und ich denke mal, das ist ein Applaus wert, oder? Ja, ja, wir haben, ich habe dem Frank schon gratuliert, der hat mir jetzt eben noch ein bisschen was erzählt und wer unsere Geschichte kennt, der weiß, dass das nicht unbedingt zu erwarten war und ich freue mich sehr darüber. Und er sagte mir dann, ha, den nächsten kriegen wir auch noch, sagt er. Und der hat ja Robin Rick gesagt, ach komm, hör auf, wir gewinnen das. Das war schon sehr lustig. Genau. So. Eine interessante von Björn Schulz habe ich bekommen. Ist wirklich ein Jahr Pause? Das wäre schade. Ja, ich weiß. Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich denke darüber nach, nochmal die 24 Stunden Bathurst zu fahren im Dezember. Früher geht's nicht, später geht's auch nicht. Jedenfalls für mich nicht. Und das muss ich aber erst mit Allstar absprechen, weil traditionsgemäß fährt ja Allstar im Dezember auf SimRacing.org ihr Race of Champions, was auch richtig viel Spaß macht. Und dann werden wir darüber nachdenken, ob's die Möglichkeit gibt,
ja, noch ein 24-Stunden-Rennen irgendwo unterzukriegen zu einem vernünftigen Termin oder eben nicht. Und wenn nicht, dann sehen wir uns erst nächstes Jahr wieder. Also keinesfalls gibt es irgendeine Rennserie erst zwischendrin. Auf gar keinen Fall. Das kann ich nicht mehr verantworten. Vor allem halt für die Qualität der Events ist es absolut nicht möglich, da irgendwas sicherzustellen, weil ich wirklich so wenig Zeit habe, dass das jetzt hier so funktioniert hat. Das lag nur daran, dass der Micha Schlaps und der Sebastian Röhn und der Gary Rose so im Hintergrund gearbeitet haben. Das ist mir schon fast unangenehm, dass ich hier während des Broadcasts im Vordergrund stehe und alle glauben, das ist irgendwie meine Arbeit. Also das ist überhaupt gar nicht so, in keinster Weise. Und das muss man mal ganz deutlich rausstellen. Also ohne dieses Team hätte ich, genauso wie Olaf Ness, Stefan Bäumer, da mitgearbeitet haben. Also drei, die ich zuerst genannt hatte, das waren halt die Hauptarbeit erledigt haben. Und das könnte ich gar nicht mehr für mich organisieren. Wäre gar nicht möglich. So, gut. Jetzt genug rumgeschleimt hier. So. Das ist ja auch richtig, was du sagst. Von daher kann man ja mal so sagen, wie es ist. Ne? Ja, man versaut sich maximalen Ruf. Sag ja, ich mal ganz mein Gott, der so. Ist ja sowieso. Ne? Der ist der erstmal. Ne? Der Ruf, kennst der das Ruf ja. ist im Eimer. Genau. Genau. Arbeitslos und Spaß dabei. Genau. Das ist eigentlich so die Voraussetzung, um hier was vernünftig zu machen, beziehungsweise einen Job zu haben, wo du den ganzen Tag im Büro umsitzen kannst und das. Irgendwie, hier ist was nicht in Ordnung. Der warpt hier mit dem Ping von 111. Jetzt sag mir nicht, dass die Kiste nochmal abkackt, aber dann. Ah, jetzt malen wir den Teufel nicht an der Wand, bevor er da ist. Bis jetzt fahren die Autos noch. Mhm. Ja, da war eben ein Zweikampf mit Sim Racing PL Raceport, nur der ist in die Box abgebogen. Von daher. Ja, super. Danke an Sim Race PL. Das ist doch, mein Gott, das zieht sich doch jetzt auch schon jahrelang durch die Streams. Aber ich hatte mir erhofft, zwischen RSA Project 24 und den Independent Simracer der GTE-Klasse, ja, Martin Putzke gegen René Herzig. Der Martin Putzke, der holt da im Moment ein bisschen auf. Das Problem ist folgendes: Die Jungs von der RSA haben eine Runde zu wenig, höchstwahrscheinlich. Wir können es nur momentan nicht kontrollieren. Das Problem ist, wahrscheinlich ist es keine ganze Runde. Das ist halt das Problem. Ich traue mich nicht, jetzt in die Serverlogs rein zu gucken, um da nicht auf dem Server rumklicken zu müssen, weil jede Mausbewegung halt irgendwie eine kleine CPU-Spitze erzeugt und da habe ich keinen Bock drauf jetzt. Und dass die Kiste nochmal abstürzt. Deswegen habe ich denen gesagt, wenn es jetzt zu einem Überholmanöver kommt, dann werden wir das hinterher suchen, ob dem so war. Also es ist nicht hundertprozentig sicher, aber wenn es keine Positionsveränderungen gibt, dann sei es drum. So, dann können wir ja mal hingehen zum René. Genau, da ist er. Was mir natürlich jetzt so ein bisschen fehlt, ist der Überblick über die Strategien. Ich meine, die sind jetzt alle mit dem nagelneuen Auto losgefahren mit 110 Minuten. Im Prinzip, wenn überhaupt irgendjemand hier eine Strategie geplant hat für 24 Stunden, dann ist die spätestens jetzt komplett im Arsch. Das war sie mit Sicherheit vorher auch schon. Aber nichtsdestotrotz, ja, schnell fahren ist halt das, was am meisten Erfolg verspricht. Ja, wir haben ja gerade schon die Theorie aufgestellt. Das ist jetzt wirklich noch ein Sprint bis zum Schluss. Die zwei Stunden Rest. Also da wird jetzt, ich glaube, unter Rennfahrern sagt man, da wird jetzt geballert, was geht. Ja. Ja. Und ja, die Rundenzeit, vor allem an der Spitze, zeigen es ja auch. Also 3,18, die fährt man ja auch nicht mal eben so. Ja, aber momentan ist noch keiner wieder unterwegs, der hier wie vorhin 3,16er Zeiten fährt. Da war ja der Jimmy Dion, der hier wahrscheinlich Motorprogramm 5 gefahren ist.
Der Ronny ist aber auch schon eine gefahren jetzt. Ja, der hat dann einfach mal gegengehalten. Ist dann, also der Jimmy fuhr eine 3.16.8.7 oder sowas. Und gleich die Runde drauf, Ronny 3.16.3. So, also das war so komplett der Konter gleich in der nächsten Runde. Sehr lustig. Und das wollte er sich dann auch nicht nehmen lassen. Fuhr dann aber wieder danach 3.19er Zeiten. Also ganz deutlich, dass das am Motorprogramm lag. Einfach mal so der Hinweis, hey Junge, also falls du auf die Idee kommen solltest, kann das auch. So, und naja, dann schauen wir mal, was jetzt hier am Ende rauskommt. Also, wie ist denn jetzt hier bei der RSA, wie viel haben die noch ihre, weil die hatten glaube ich 12 Sekunden nach dem Rückstand, nach dem Restart. Ich glaube, das ist weniger geworden, oder? Ja, wie gesagt, Martin Kutzke holt da ein bisschen auf, den sieht man da ab und zu auch im Hintergrund. Ja, aber letzte Runde war er 2 Sekunden langsamer. Ja, es variiert immer so ein bisschen. Ja, ja klar, je nachdem wie man Verkehr hat. So, und ich meine, nichtsdestotrotz, es sind ja immer noch über eine Stunde zu fahren. 1 Stunde 10. Sag mal, Max, was isst du eigentlich oder was steckst du dir in den Mund, wenn du das Gefühl hast, nach so einem 24-Stunden-Rennen, du hast den ganzen Tag Tapete geleckt? Jetzt muss ich kurz überlegen, wie es ist, wenn man an der Tapete leckt. Ja, da muss ich jetzt erstmal. Dieses pelzige irgendwie was im Mund. Ach, also so, ach, du meinst Zähne die Wolldecke im Mund, oder? Ja, was? Ja, genau. Bei uns sagt man, glaube ich, die Wolldecke, ja. Ja. Ja, das ist schwierig. Ich habe vorhin, als ich den letzten Stint in der Nacht gefahren bin, da habe ich hier so einen ganz ekligen Eistee gehabt. Ja, das bereue ich jetzt noch, dass ich den aufgemacht habe. Mhm. Das ist zwar kurzzeitiger Erfolg, aber langfristig ist das nichts. Mhm. Also richtiger Kaffee, der ist meistens ganz gut in so einer Sache. Mhm. Ja, da habe ich jetzt auch nur noch einen bitteren Geschmack im Mund. Also, ja, es ist, also es passiert mir selten, aber momentan schmeckt Kaffee bitter. Also, Lutz, ja. Du bist krank. Ja, nee, das ist nicht krank. Also ich bin irgendwie, ich glaube, ich bin, weiß ich nicht, ich glaube an meinem Nervenkostüm. Ich bin zu alt dafür. Ich bin definitiv zu alt. Das kriegen wir so nicht mehr gebacken. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls dieser Geschmack im Mund macht einen fertig. Echt, das ist widerlich. Wenn man wenigstens die Zähne rausnehmen könnte. Die sind doch echt, ja, dann ist doch gut. Mein Gott, also wenn du die noch nicht rausnehmen kannst, dann ist doch, meine Güte. Was wollte ich jetzt gesagt haben? Jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht hier. Mensch! Wolldecke. Ja. Ja, so, jetzt sind die LMPs fast alle in der Box, bis auf zumindest die LMP 1. Von Platz 1 bis 10, außer 1, 2, 5, 7 und 8. Wir könnten auch sagen 3, 4. Ach nee, vergessen wir das. Also es sind ziemlich viele LMPs in der Box. Königsberger Klopse, schreibt mir der Markus Erbe. Sag mal, hör doch auf. Junge, jetzt. Also, das, ich weiß jetzt nicht, ob es das besser macht, ja. Also. Nee. Tut mir leid, aber da sage ich jetzt nichts mehr. Nee. Markus, das war nett gemeint, aber das ging völlig in die falsche Richtung. So, was ist jetzt mit Extreme Fire? Okay, die sind auch wieder raus. Genau, so, und dann erwarten wir so in 3-4 Runden, dann, naja, nee, in 5-6 Runden, dann die LMP 2 und die GTs kurz drauf. Ja, der Vorsprung von Ronny Hähnel hat sich jetzt auf 40 Sekunden vergrößert, also er wird eher größer als kleiner, der Abstand, aber trotzdem, bei so wenig Restzeit kann jetzt jeder Fehler entscheidend sein. Und Robin Ricker hat es tatsächlich geschafft, auf den drittletzten Platz zu fahren. Also das darf man jetzt mal auch nicht so einfach unter den Tisch kehren, weil ich glaube, die sind, ich weiß nicht genau mit wie viel, 22, 23, 24 Stunden Runden Rückstand sind die wieder ins Auto gestiegen. Und die muss man erstmal zufahren, auch gegen eine GT. Also die haben schon richtig Ballett gemacht da unten, die Jungs. Ja, hier haben wir den Robin auch mal im Bild, der lässt richtig fliegen. Ja. Ja, was soll passieren? Ich meine, selbst wenn der Motor hochgeht, dann holt er sich halt einen neuen, wartet dann auf, was soll sein? Also ich meine, Stimme kann es kaum werden. Ja.
Also, was ich halt wirklich unglaublich finde, und dass diese Leute hier alle noch fahren, ehrlich. Also, es ist so großartig, das macht alles wett, was man hier an Stress und Ärger in diesen 24 Stunden in sich reingefressen hat. Letztendlich, ich meine, wenn man das alles doof fände, dann würde man das doch nicht tun, oder? Also ich kann mir es einfach nicht anders erklären, also, oder ich kann es mir gar nicht erklären. Ja, wie gesagt, aus Fahrersicht kann ich nur sagen, man will einfach fertig fahren, ja? Das ist das Hauptziel der ganzen Aktion und man wird sich ja hier gar nicht erst anmelden, wenn man mit dem Grundgedanken hier antritt, ja, mein Gott, Autoschrott, gehen wir wieder nach Hause. Man hat ja wirklich die Möglichkeit, fertig zu fahren. Und warum soll man es verdammt nochmal nicht tun, wenn man die Möglichkeit hat? Weil einfach die Motivation weg ist. Also, dass ein Team, weiß ich nicht, kurz vor Mitternacht irgendwie einen dritten oder vierten Disconnect hat oder Escape drücken musste oder irgendwas und, weiß ich nicht, 10 Runden zurückliegt, sagen dann, dass, wenn die dann sagen, boah, nee, kein Bock mehr, hat ja Allstar auch schon gemacht, kann ich hundertprozentig verstehen. Das ist für mich noch irgendwo nachvollziehbar. Aber dass man sich das antut, dann die ganze Nacht noch durchzufahren, ohne auch nur die geringste Chance zu haben, nochmal gegen irgendein anderes Fahrzeug zu fahren. Also das ist phänomenal. Das ist phänomenal und geht mir nicht in den Kopf. Ich find's super geil, keine Frage, um Gottes Willen. Also das ist wirklich, oh! Ja, der Robin versucht sich hier zurückzurunden gegen einen der LMPs. Ich gucke jetzt gar nicht, wie viel Rundenrückstand da im Spiel sind, aber es wird wahrscheinlich eine ganze Menge sein. Also wir können das insofern beantworten, dass er jetzt bei 280 ist und der langsamste LMP, da fehlt mir aber einer von der LMP. Achso, ja. Ups, was war das jetzt? Jungs von Faircup haben 321 Runden. Also jetzt kannst du mal rechnen, das sind 42 Runden Rückstand. Ach Robin, da geht noch was. Gib Gas. Ja, wir sollen mal gucken, was auf dem Auto steht. Ja, da ist glaube ich ein Dings drauf. Vorne auf der Haube habe ich ganz zu Anfang schon gesehen. Irgendwie 5-jähriges Fallen, die Jungs. Kann das sein? Ah. Da, ja. 2009 bis 14, ja? Ja, ja. Genau. Richtig. Sehr schön. Habt ihr fein gemacht, Jungs. Aber ich gehe mal davon aus, dass das die Team... Ach nee, das Team wurde früher gegründet. Das wurde in der GTA Racing League schon gegründet. Ist das wirklich die Teilnahme hier in den Events? Echt? Oder... Das kann auch sein, ja. Ich meine, das Team ist früher gegründet worden. Ich bin mir da jetzt nicht... Aber wird der Thomas wahrscheinlich gleich beantworten. Er schreibt Teamgründung, okay. Wusste gar nicht, also ich weiß, Vortex ist schon in der GTA Racing League gefahren. Ich weiß nur nicht, wann ich die geschlossen habe. Also, keine Ahnung. Ja, ich habe es ja nicht geschlossen, das hat ja dann der Mirko gemacht, der die übernommen hatte. War es nicht 2010 irgendwie? Ja, das kann sein. Weil ich hatte auf jeden Fall auch mal einen Stream bei der GTA Racing League. Ja, ich hatte mehrere. Ja, du bist auch schon ein bisschen länger im Geschäft, also. So, Martin Putzke arbeitet sich heran an, was jetzt Rico Herzig? Ich habe jetzt wieder nicht geguckt. Nee, René Herzig, Entschuldigung. Wie komme ich jetzt auf Rico? Keine Ahnung. Ja, das ist sein Bruder, der fährt auch mit. Ehrlich? Gibt's da zwei von? Siehst du, wusste ich nicht. Wenn du die hörst, kannst du dich kaum unterscheiden. Boah, Tom Bruder ja meistens so an sich, ja? Ja. Mein kleiner Bruder hat auch schon Streams gemacht, wo ihr nichts von gemerkt habt. Ja. Wer ist denn jetzt hier überhaupt? Ja, versuch's rauszuhören, ich sag's dir nicht. Ja. Das ist mir neu. Ja, das ist, genau. Ja, ich befürchte mal, der René wird das... Nee, wer sitzt denn jetzt drin? René oder Enrico? René ist drin. Okay. Also ich befürchte mal, den wird er nicht halten können. Sieht schlecht aus.
zumindest nicht auf Dauer. Die Rundenzeiten sind dann doch besser, wenn der Markus, sag ich. Mein Gott, wo bin ich denn jetzt? Martin. Ja. Freie Fahrt hat. Ich glaube, jetzt bekommt er auch so langsam Windschatten. Also der Edgar Ostermann sagte mir, dass sie vor dem Abbruch eine Runde Vorsprung hatten vor dem Team. Also das werden wir dann nochmal vielleicht auch mit Independence kurz quatschen, ob dem so war. Dann brauchen wir nicht rumsuchen. Und wenn jetzt einer zuhört von Independence, vielleicht kann er mir da schon sowas zu sagen. Und bevor wir jetzt diese Logfiles da durchstöbern, ich habe morgen bestimmt tierisch Bock drauf. Kann ich mir jetzt schon vorstellen. Und ja, also wenn man das anders geht. Endlosdrucker ausdrucken. Ja, da brauchst du aber wirklich einen Endlosdrucker. So schön, diese lauten Dinger davon. Ja, ja, so ein Nadeldrucker, ja. Ja. Und dann so auf Papier, so mit 3 Durchschlägen oder so. Ja, genau. Für das Archiv. Nee, ich will es ja gar nicht ausdrucken. Ich meine, wenn man weiß, welche Runde es geht, dann kann man das ja tatsächlich zusammenfrickeln. Das Problem ist, wir müssen erstmal gucken, ob wir überhaupt verwertbare XML-Dateien haben. Vom ersten Server-Crash haben wir mit Sicherheit keine. Bei den Mismatches sollten zumindest XML-Dateien da sein und das Plugin schreibt ja die Server-Logs auch permanent weg. Also hoffe ich mal, dass das dann auch funktioniert. Ja, jetzt wird es hier richtig haarig. Ja, Martin macht auf jeden Fall Druck. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das ein richtiger Zweikampf ist, ja? Und ja, natürlich. Davon, ob da eine Runde fehlt oder nicht, ja? Dann können wir hier den Spannungsbogen noch mal ein bisschen aufrechterhalten. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Oh, jetzt kommt da hinten auch der Robin Ricke ist das, glaube ich, zuerst. Und dann kommt hier SimRacing PL, meine ich. Autos, die sind rein optisch, sehen die sich sehr ähnlich. Ja. Logisch. Ja, und wir sehen, der Martin muss direkt wieder eine kleine Lücke reißen lassen. Ja. Ja, ist aber im Prinzip schon wieder dran. Also dadurch, dass der René jetzt auch wahrscheinlich durch das Übermanöver ein bisschen vom Gas gehen musste. Ey, wie die da drüber heizen. Ich weiß nicht, ob ihr euch den Stream letzte Woche von der GPVWC angeguckt habt. Die sind da echt gerade durchgefahren. Ich hab gedacht, ich träume. Ehrlich, die Autos sind manchmal einen halben Meter hochgesprungen mit allen 4 Rädern. Also, das ist auch wirklich der Vorteil an den GTs, ne? Ich glaube, der Stefan Karnitz hat es ja vorhin auch irgendwann mal gesagt. Genau. Da kann man wenigstens drüber fahren über die Randsteine. Weil mit so einem LMP ist das teilweise richtig abenteuerlich. Ja, wir hatten vorhin einen Zweikampf zwischen 2 LMP2s. Da ist der eine auf die Startziel rausgefahren und hatte den Körb genau in der Mitte unterm Auto. Das hat ihn fast 4 Sekunden gekostet. Ja. So, wer kommt da hinten noch? Das ist... Ah, Kokosa, genau. Ja, der möchte am liebsten überrunden. Er hat schon Rundenvorsprung. Also den Namen konnte ich mich überhaupt nicht entsinnen, dass der jemals in irgendeinem Rennen bei uns mitgefahren ist. Irgendeinem Vorbereitungsrennen oder Testrennen. Keinen Plan. Ja, das wird echt ein hartes Stück Arbeit hier. Für den Martin Putzke, wenn er da vorbei will. Mann. Ja, jetzt haben wir die Stundengrenze überschritten, so wie ich das sehe. 57 Minuten lese ich noch. Ja, dann ist es vorbei. Ja. Normalerweise machen wir jetzt immer noch mal einen Break für die letzte Stunde. Das machen wir aber diesmal nicht, weil ich sehr, sehr glücklich bin, dass ich jetzt mit 6 Dateien das ganze Rennen abdecken konnte. Dann bleibt das einigermaßen übersichtlich. Ich habe gesehen, die polnischen Jungs, die sind schon irgendwie bei 9 oder 10. Und ich hatte extra gesagt, macht das alle 4 Stunden. Aber alles ist gut. Dann sind es halt so viele, die werden wir dann in separate Playlists packen und dann ist das auch irgendwie handelbar, das Ganze.
Was ich mit dem spanischen Stream mache, kann ich noch nicht so wirklich sagen, weil die haben, glaube ich, das ganze Ding komplett durchlaufen lassen. Ich glaube, die haben gar keinen Break gemacht. Ja. Also ich glaube, jetzt zum Schluss, zum letzten, haben sie das einmal. Gleich ist 3 Uhr. Wir könnten noch einmal anfangen. Ja, Thomas, ganz bestimmt. Mhm. So, jetzt sehe ich, glaube ich, auf den Positionen 7 und 8 in der LMP1-Klasse. Da schiebt sich auch noch mal was zusammen. Herr Batzke, wenn du mir einen Entschuldigungszettel für die Schule schreibst, dann können wir es machen. Ja, Team OGC und Comunidad schieben sich da zusammen. Jürgen Renz gegen Juan Viano. Ja, da hat es, glaube ich, vor dem Abbruch schon mal ein ähnliches Szenario gegeben. Ja, hier sind wir beim Juan an Bord und Jürgen Renz, das ist der Grün-Weiße da vorne links, der sich jetzt gerade da vorbeischiebt an die anderen beiden. Also die beiden, die sehen sich jetzt hier schon. Mhm. Ja, OGC war ja schon mal ganz dicht dran. Was lasst ihr jetzt wieder? Das müssen deine Erziehungsberechtigten machen. Das ist... Naja. Nee, es reicht auch, wenn Onkel Batzke das macht. In meiner Schule wird das akzeptiert. Oder glaubst du, die Gärtner können lesen? Ja. Was wollte ich denn sagen jetzt? Ja genau, die hatten das vorhin schon, die waren da schon mal ziemlich dicht dran. Und ich meine, der Nikolai war da sogar schon mal vorbei. Kann das sein? Ich bin mir jetzt noch nicht so hundertprozentig sicher. Naja, wir werden sehen, was da geht und was da nicht geht. Ja klar, ja. Der Alex hat ja ziemlich viel Mist gehabt. Der hatte das Auto irgendwie zweimal Reifenschaden und da waren die definitiv durch. Was mich jetzt massiv beunruhigt, ist, dass Kevin Hirsch dazwischen liegt. Ja? Naja, dazwischen nicht. Der ist... Ja, ja. Der ist halt jetzt gerade dazwischen. Ne? So, ja, ja, jetzt physikalisch. Ja. Physikalisch ist er dazwischen, aber jetzt geht er hier an dem OGC-Fahrzeug vorbei. Rundet sich da im Prinzip auch noch einmal zurück und zieht die beiden jetzt hier die Gerade runter. Da bin ich ja jetzt mal auf die Schikane gespannt. Mhm. Was mir total auffällt, dass wir diesmal zum Ende dieses 24-Stunden-Rennens nicht diese Mikroruckler haben im Stream. Bei den Autos. Ich weiß nicht, ob Christoph sich erinnern kann. Das hatten wir bei fast allen 24 Stunden, dass zum Ende hin die Autos in den Kurven so, gerade wenn die Kamera zoomte, so anfingen so zu zittern. Das haben wir diesmal gar nicht. Und ich meine, wir haben ja auch da neu gestartet und gemacht. Also. Ja. Ach man, ey. Unglaublich. So, Comunidad, wir haben schon wieder die wunderbare Ansicht hier. Das sieht ja, aus. Ja, und der Jürgen verhaut sitzt hier am Ausgang. Ah, Mann. Oh. Kommt quer raus und verliert die Position. Mann. Können wir mal ganz kurz hier im Replay zeigen. Wahrscheinlich einen Tacken zu früh Gas gegeben. Da kommt er quer. Ja. Oh Mann. Ei, damit geht Position 6 verloren. Ja. Jawohl, Team OGC jetzt auf der 7. Ivan, soll ich moven? Wo ist denn der? Irgend F. Mann. Find den nicht. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Ah, da ist er. Mein Gott, der ist ja ganz unten. So.
Ah, jetzt haben wir in den GT-Klasse auch nochmal die letzten Boxenstopps wahrscheinlich. Ja, da bin ich mal gespannt. Simrace 3 und die Alpha Racers, die werden da noch einen schönen Zweikampf um den letzten Podiumsplatz haben. Ja, das wollen wir mal schwer hoffen. Da hinten auch Witchwood Escape Masters, die tauschen gerade auch die Position in der Box. Ich glaube, die sind jetzt auch die letzten 24 Stunden die ganze Zeit gemeinsam gefahren. Jo. Herr Rückert. Ja, oh. Da geht er mal in die etwas weitere Linie. Das hat einfach nur damit zu tun, dass er nicht so viel Dirty Air vom Vordermann kriegt. In den nächsten Kurven. Das ist die romantische Strecke, ne? Genau. So quer durchs Grün. Ja. Fehlen nur die Blümchen. Die was? Die Blümchen. Ja, puh. Die wurden von der KFKF schon weggepflückt an der Stelle. Ja. Wer die nur bloß bekommen hat, du. Ja, die andere KFKF. Genau. Jetzt kriegt er gerade die Info, Escape hat aber eine Runde Rückstand. Ist das wirklich so? Habe ich mich da verlesen? Tatsächlich, ja, guck ja, mal. Die das hatten, ist einfach schon viel zu spät für sowas. Ja, die hatten im letzten Stint hatten die tatsächlich bei Disconnects, genauso wie MSRF Motorsport. Das die P2-Team hatte zwei Disconnects, das P1-Team einen Disconnect. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Also meistens Escape. Also es waren alles Escapes. Also die müssen ihre Autos geschrottet haben. Ja, unglaublich. Ich meine, normalerweise versucht man ja noch einigermaßen dann in die Box zu kommen, weil es immer noch weniger Zeit kostet als eine Rejoin-Penalty. Aber ja, da, wenn die so doll zerstört waren, dass man Escape drückt, das und das gleich so häufig hintereinander. Aber gut, wir haben es ja vorhin auch gesehen, dann zwei Platten bei Ace Racing vom Alex Sturm innerhalb von wenigen Minuten. Ja, vorne in der LMP1-Klasse, es wird doch ein bisschen deutlicher jetzt. Der Vorsprung dann mittlerweile bei 45 Sekunden und Platz 3 liegt auch schon wieder 54 Sekunden hinter dem Zweitplatzierten. Also es deutet sich an, dass Motox das jetzt hier doch durchs Ziel bringt, wenn dann natürlich nichts schief geht. Wie gesagt, wir haben auch noch immer 48 Minuten Zeit. Die müssen beide nochmal in die Box. Ganz genau. Fahrerwechsel werden wahrscheinlich keine mehr kommen, gehe ich jetzt mal schwer von aus, dass da nichts mehr schief gehen kann. Da gehe ich mal ganz schwer von, ja. Herr Ronny wird das Ding nach Hause fahren sollen, wollen. Und bei Matthäus Bogusch sehe ich das ähnlich, weil ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob der Kuba Brzezinski, ich glaube, der kann auch ähnlich diese Zeiten gehen. Aber ich weiß es nicht so ganz genau, ob der Matthäus jetzt der schnellere von beiden ist. Das kann ja auch ein Zeitproblem sein. Deswegen der Matthäus jetzt fährt. Wir wissen es einfach nicht. Und, der Kuba ist ja unten im Simrace TV PL. Also der moderiert fleißig. Also ist das schon so geplant. So, ich denke mal, ich gehe mir mal jetzt für die letzten 40 Minuten 30, die wir gleich haben, noch einen letzten Kaffee holen. Werde die eine Wolldecke im Mund. Genau. vielleicht mache ich da so ein paar Wollmäuse, streue ich mir oben so drauf. Vielleicht das hebt ist sich das ja. Enger. Ja, vielleicht hebt sich das gegeneinander auf. Also ich meine, schlimmer als jetzt kann es kaum nicht werden. Und werde nochmal Zähne putzen, vielleicht hilft auch das. Und nee, habe ich schon versucht, also der erste Versuch ist fehlgeschlagen. Ja, muss die Zahnbürste auch richtig rum, ne? Du weißt schon. Ja, ich putze halt von innen. Genau. Also, ich bin gleich wieder da. Jawohl. So, jetzt habe ich gerade noch im Ticker gesehen, Jorge Lopez Sola hat wohl einen Disconnect gehabt in der LMP2-Klasse, das ist das Team MSRF2. Waren schon letztplatziert in der LMP2-Klasse mit 7 Runden Rückstand. Ich denke mal, weiß nicht, ob die nochmal zurückkommen auf den Server. Aber da läuft auch gerade nochmal eine 5-minütige Strafe ab.
Ja, und wie gesagt, am meisten Spannung erhoffe ich mir persönlich jetzt noch in der T-Klasse, wo es den letzten Podiumsplatz geht. Hier haben wir jetzt Jesus Moreno im Bild, ja, für SimRace 3 und die Alpha Racers mit Luis Dalmau, die liegen nur 4 Sekunden davor. Das ist jetzt auch schon Boxenstopp bereinigt, soweit ich weiß, und die fahren jetzt bis zum Schluss durch. Da vorne sehen wir auch den Alpha Racer ganz kurz im Bild. Spanien gegen Spanien. Ja, um die Agnes jetzt auch noch mal ein bisschen einzubinden hier in den Stream, wahrscheinlich ist es denn, dass man jetzt öfters mit dir zu tun hat hier bei diesem Event. Ich weiß es nicht. Also ich hab dem Lutz schon gesagt, jetzt hat er mich an der Backe, jetzt wird er mich schwer wieder los. wieder so allgemein aussehen wie du. Ich kann es dir nicht sagen, ich kann es nicht abschätzen. Bis jetzt macht es mir Spaß, bis jetzt sage ich bleibe am Ball und soweit ich helfen, machen, tun kann, du, ich bin dabei. Ja, das hört sich doch schon mal gut an, also von daher ist das doch schon mal ein Anfang, weil ich weiß jetzt gar nicht, also in der Vergangenheit, ich glaube, Frauen hatten wir schon öfters mal, ne? Zumindest in der Organisation auch, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, der Lutz sagte da mal was von einer Russin. Ja, den Namen habe ich jetzt natürlich auch nicht mehr auf dem Schirm, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall immer noch eine Seltenheit, was mich eigentlich ein bisschen verwundert. Aber es ist nun mal ein männerdominierter Sport anscheinend. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ist ja nicht normal, dass Frauen ja sowas mitmachen, aber du. Anstatt nur zuzugucken, kann man auch helfen. Erst recht, wie gesagt, wenn der eigene Freund Liga mitfährt. Ja, irgendwie muss man sich doch beschäftigen und dann, ja, kommt halt sowas bei raus. Ja, und vielleicht entwickelt man ja wirklich einen Bezug dazu, dann auf die Dauer, ist ja auch nicht verkehrt. Und ich bin mir auch sicher, dass es weit mehr als 2-3 Frauen da draußen gibt, die sich eigentlich dafür interessieren, die vielleicht aber auch noch gar nicht den Mut dazu hatten, sich einfach mal dran zu versuchen. Ja, auch motorsportbegeisterte Frauen gibt es ja eigentlich mehr als genug, nur man weiß es einfach nicht, ja, weil die dann auch manchmal gar nicht so wirklich damit rausrücken. Aber eine Frage hast du mir immer noch nicht beantwortet, Agnes. Welche denn, mein lieber Christoph? Wie denn dein Freund heißt, der bei der RSA mitfährt? Stefan Hauenstein. Der Name sagt mir jetzt gerade so absolut gar nichts. Ja, siehste. Hat er auch GT3 Cup mit? Nein. Dann kenne ich ihn nicht. Auch wenn der Lutz es mal behauptet hat, dass er einen GT3 Cup fährt, aber nein, er fährt den definitiv nicht. Er hat mit dem Gedanken gespielt, ja. Irgendwo mitten in der Saison noch einzusteigen, aber es hat einfach die Zeit gefehlt, sich da jetzt noch hinzusetzen und das auch noch zu machen. Und wieder ein Tick schlauer. Aber nur ein Tick. Ja. Hey! Was war das halt? Ja, man lernt ja nie aus, ne? Nix. Wie war das mit dem harten Stuhl? Ich habe immer noch keine Erklärung dazu, mein lieber Christoph. Ja, also bitte. Das weiß der Max doch gar nicht. Ja, ich kann ja so lange weghören. Was ihr dann unter euch ausmacht, da weiß ich ja nicht. Ich weiß nicht, was die Person damit gemeint hat, angeblich soll ich es mal in irgendeinem Livestream gesagt haben, aber... Ach ja, man sagt so vieles in solchen Livestreams, ja, die einem dann hinterher unter die Nase gerieben werden. Nur, ich meine, ich hab heute, das ist mein 200. Stream, ne, und ich weiß nicht, wann ich das mal gesagt haben soll, also die letzten... Also in diesem Jahr habe ich es definitiv nicht gesagt. Das wüsste ich noch. Vielleicht kann man dir die Stelle ja irgendwo mal nachreichen, die ist doch bestimmt irgendwo festgehalten. Ja, mit so ein Best-of, wenn es denn irgendwelche Kommentations-Awards gibt. Aber ich habe einen Interviewgast. Ja, dann los, noch haben wir ein bisschen Zeit. Kennen wir alle. Führender in der LMP2, nur jetzt sitzt gerade ein anderer, David Putzke. Hi. Läuft nach Plan, ne? Bei euch? Ja, jetzt auf jeden Fall. Kann ja nichts mehr schief gehen. Du hörst dich sehr demotiviert irgendwie an.
Ja, na, ich wäre gerne den letzten Stint gefahren, aber dann Hesse hat wie ein Baby gebettelt. Wollte unbedingt. Wie viel hat er denn gezahlt? Das verhandeln wir später. Ganz schlecht, ganz schlecht. Erst die Kohle, dann die Aktion. Ja, ansonsten, ihr habt eine Runde Vorsprung plus 12 Sekunden. Sollte eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? 40 Minuten sind ja noch. Ja, genau. Davon gehe ich auch aus, ja. Zumal Boxenstops auch keine mehr. Moinsen! Oh, der Herr Putzke! Na? Na? Ah, Leute. Was ein Wahnsinn wieder mal. Geht's dir, David? Ja, sehr gut. Endlich mal war ich wieder. Es sieht danach aus. Endlich mal gewonnen. Ich glaub, das kannst du. Ich glaube, man kann das sagen. Ja. Wenn jetzt nicht nur irgendeiner das Auto wegschmeißt. Sollte das gut gehen. Ich hoffe auch, dass das letzten 39 Minuten hier noch läuft. Ja, der Ingo darf das nur nicht sagen, ne? Nee, Ingo auf gar keinen Fall. Ich weiß gar nicht, ist der wieder auf dem Server? KSR. Nee. Das ist. Ums. So, die geben sie es hier aber auch richtig. Freust du dich endlich schon, dass das Rennen denn gleich vorbei ist, David, oder findest du es schade? Oh, nee, es ist schon gut, dass es dann endlich vorbei ist. Es war doch relativ anstrengend. Also ich bin klitschnass. War auch, glaube ich, im Team der Einzige, der nicht geschlafen hat, dann. Also zumindest auf dem LMP. Und dann werde ich mich nachher mich entspannen und dann war's das für heute. Ja. Ja, Ähnliches habe ich auch vor, tatsächlich. Also es wird heute mit Sicherheit keine Entscheidung mehr zu irgendwas geben. Ich lese halt gerade jetzt auf Facebook, Racing for Holland hat Zeit verloren, einige andere haben Zeit verloren. Ich weiß es von der RSA, dass da eventuell eine Runde fehlt. Bei Markus Erbe fehlt eventuell eine Runde. Allerdings ist es bei dem nicht so dramatisch. Die hatten. Sind die noch auf der 4? Ja. Ja. Dann ist das nicht so wichtig, weil denen ging es eigentlich nur um die Position. Nach vorne hätten sie eh nichts mehr reißen können. Dadurch eine Position verlieren wollten sie natürlich nicht. Aber da haben wir, glaube ich, am Dienstag ziemlich viel Arbeit. Ich denke nicht, dass ich morgen Abend in der Lage sein möchte, da auch größere Aktivitäten zu machen. Das werde ich nachher mit dem Micha besprechen und dann werden wir uns einsetzen und werden das zusammenfummeln aus diesen ganzen Logfiles, was da geschehen ist und was nicht geschehen ist. Wichtig ist halt, dass die Proteste geschrieben werden. Also die Widersprüche da dann per E-Mail geschickt werden, dass wir das auseinanderklamüsen können. Möglichst präzise mit in welchen welcher Runde das passiert ist, nach welchem Restart und so weiter. Ja. Boah, voll der Drift hier. So, vielleicht ist das Ganze hier noch gar nicht mal so unspannend. Wir jetzt hier bei Jesus Moreno, bei Simrise 3. Nee, jetzt gerade nicht. Da können wir aber auch gleich mal wieder hinschalten. Ich glaube, der Kampf um Platz 3, der spitzt sich da noch ein bisschen zu, auch wenn der Jesus da jetzt im Moment ein bisschen Zeit verliert auf der letzten Runde. Sagt man jetzt eigentlich Jesus oder Jesus? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber solange er hier keine Himmelfahrt veranstaltet, ist alles gut. Ja.
Was hast du ausgerechnet, Christoph? Wie viele Runden? Das, ja, durch das ganze... Ja, durch das ganze... Ja, es hat mal wieder... Eigentlich hätte es viel mehr sein müssen, aber ich hatte... Ja. 21. Ja, hätte, ne? Ja, Fahrradkette. Genau. Ja. Kann nichts dafür, wenn die in der Nacht so langsam fahren und meine Durchschnittsrundenzeit von 3 Minuten 25 nicht hinhaut. Ja. Naja, nächstes Jahr, da liege ich dann wieder richtig. Du wieder? Ich, weil ich doch schon mal richtig lag auf die Runde, genau. Vielleicht beim GT3 Cup, wo 20 Minuten gefahren werden. Ja, da stehen die Runden wahrscheinlich vor uns. Ne? Da fahren wir nach unten. Nein, einmal bei GT3 Multileague lag ich zweimal richtig. Jetzt schon zweimal. Naja, gut. Es wird eins mehr. Wenn du ihn noch weiter darauf ansprichst, dann werden es gleich 3. Ja, vermutlich. Nein, das ist die Wahrheit. Ich hab Videobeweise irgendwo. Ja. Also es gibt tatsächlich eine Bezeichnung für diese Krankheit. Also wenn man sich lang genug für etwas einredet, dann glaubt man so fest dran, dass man sonst was dafür verwetten würde. So schlimm ist es bei mir jetzt nicht. Ja, das weißt du ja gar nicht. Ne? Also wenn du... Das ist halt so... David nimmt das gar nicht mehr so wahr, was wir reden, oder? Das ist jetzt hier alles nur noch... Ja, er hat einfach gehofft, dass er ein paar Fragen bekommt oder so. Weißt ja. Du? Ja. Ich kann ihn da auch mal was fragen. Wie lange bist du heute eigentlich am Stück gefahren teilweise? Ich habe mitbekommen, du warst einer derjenigen, der zumindest auch am Anfang ziemlich lange unterwegs war, ne? Na, ich bin den Start da, glaube ich... Ja, ein Stint ist ungefähr eine Stunde. Da bin ich 3 Stunden am Stück gefahren. Nacht zwischendurch, glaube ich, immer... 2 Stunden und heute früh nochmal 4 Stunden am Stück. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Wie ist es denn dann irgendwann, ich meine, ich habe es heute Morgen ein bisschen gemerkt, als ich um kurz vor 6 gefahren bin, habe ich dem Christoph irgendwann gesagt, komm, du nimmst den Wagen jetzt 2 Runden eher auf, ich kriege hier langsam Tunnelblick, ja, das geht gleich mächtig in die Hose. Wie ist es denn dann so, wenn man so gegen Müdigkeit ankämpft und ja eigentlich nur noch darauf wartet, dass man den Wagen dann wieder abgeben darf? Ja, also ich bin auch um 6 oder... Ja, um 6, kurz vor dem Restart, der dann früh war, da bin ich einen Stint gefahren, der war wirklich schlimm, da war ich auch K.O. und müde. Dann nach dem Restart ging es auf einmal, da war ich auch im Rhythmus drin und konnte locker 2 Stints fahren, wollte dann abgeben, aber da haben wir es nicht rechtzeitig, hat der Christian nicht rechtzeitig auf den Server geschafft und wir wollten nicht so viel Zeit verlieren, dann habe ich gesagt, na warte, dann fahre ich noch in. Und ja... Müdigkeit ging eigentlich, also Energy hat da geholfen. Ja, die berühmte Getränkedose, ja. Ja, und das Allheilmittel kaltes Wasser ins Gesicht. Ist noch Bauen. Während der Fahrt, ne? Von jemandem. Na, das nicht, so aber bevor es losgeht, jedes Mal. Eine Sprengladenlage, wenn man es sieht. Kommt dann einer mit dem Wassereimer und dann geht's los. Genau. Nee, ist auf jeden Fall ein Faktor. Wie gesagt, heute Morgen, das war teilweise dann wirklich anstrengend. Ich hab irgendwann gesagt, Jungs, redet mit mir, sonst schlafe ich hier gleich ein. Da legt man schon fast ein bisschen auf eine Unterhaltung sogar an, auch während der Fahrt. Weil irgendwann kommt dann wirklich so ein Punkt, wo man selber merkt, da werden die Augen langsam schwer und zu und keine Ahnung. Da möchte man einfach nur noch aufhören. Aber wenn man über den Punkt hinauskommt, dann geht's eigentlich auch wieder für eine kurze Zeit. Ja. Nee, also tatsächlich geht's, wenn ich darüber, also das bei mir passiert das auch so zwischen 7 und 8, wo ich dann denke, oh, nee, ne? Also, aber heute war es auch wieder so, dass ich, danach war alles gut. Also, topfit. Also es ist jetzt auch so, dass ich jetzt auch wirklich nicht müde bin. Also, bin ein bisschen erschöpft so, aber müde, dass ich mich jetzt sofort hinlegen könnte und pennen, das glaube ich, das würde nicht funktionieren. Nein, es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt hier auch noch fährst. Das heißt, du hast auch noch ein bisschen körperliche Betätigung bei der ganzen Geschichte. Wenn nicht ganz ohne, was man da so leistet über die Zeit. Dass ich das gar nicht so vorstellen kann, aber...
Der Manuel Hähnel hat mir mal verraten, er fährt hier nur mit, weil er dann immer noch wieder in seinen Diätplan reinrutscht. Ja, ja. So, der Adam Kaku Schäwisch. Irgendwie, ich sorry, Adam. Ja, hab ich. Ja, dann schreib ich, komm gleich. Nee, du musst erst joggen gehen, Manu. Genau, sonst wird das nichts. Ich will hoffen, dass der Maciej Paschnicki den Connection Lost on Teamspeak hat und nicht auf dem Server. Hey, oh. Racing PL Disco. Ja. Nein, das doch, ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Da sind sie schon gar nicht mehr. Moment, das finden wir raus. Ich sehe es nämlich gerade im Teamspeak. Ja. Ach Gott, die arme Sau. Meine Fresse. Also, ja, jetzt hat das Timing ihn disconnected. Reconnect, stay in the garage for 6 minutes. Irgendwas. Ja. Oh Gott, das arme Schwein. Jetzt soll er aber sehen, dass da irgendeiner reinkommt. Dass wir wenigstens noch unter die Top 5 kommen. Ja, wie sind denn da die Abstände nach hinten? Ich hab's jetzt gar nicht so auf. 3,49, 3,48 und der 5. ist 3. Ja. Ja, aber 3,46 ist auf Platz 5. Das könnten sie schaffen. Also zwei Runden werden sie verlieren. Müssten eigentlich in der Runde mit Ace Racing wieder rauskommen. Wenn sie sich beeilen. Also ich traue dem Braten immer noch nicht so ganz, dass das Plugin jetzt bereits beginnt runterzuzählen. Naja, wir schaffen. Hallo Adam. Ja, so, weil wir hatten ungefähr 2,5 Vorsprung auf dem P4, also ich hoffe, dass... Also auf dem Lead Lab werden wir nicht sein, ja. Also ihr seid momentan in Runde 49 und die RML hat 348, also die haben... Ja, aber wenn wir fahren raus von dem Box, wenn Patrick, also er wird einen extra haben, also... Ja, das ist, er kriegt die letzten 4 Minuten kriegt er wieder dazu, ja. Also auf den 350 sind wir jetzt die ganze Zeit, also wir werden ungefähr eine Runde Vorsprung haben auf dem RML, ja? Nee, die wirst du nicht haben, definitiv nicht. Nein, oh. Nein, also... RML hat 348 Runden absolviert und ihr habt 349 absolviert. Ihr verliert mindestens beim Restart 2 Runden. Aber ich sage schon auf die Ende von Rennen, weil RML, Feder und Nordox müssen noch einmal auf den okay, die müssen auf die Box, ja, da kannst du recht haben. Also das wird verdammt eng. Danke für die Spannung, die ihr jetzt liefert, aber ich kann jetzt auch drauf verzichten. Ehrlich. Irgendwie schmeckt mein Kaffee, als hätte ich das Spülwasser von der Kaffeemaschine da noch mit drin. Also jetzt Patrick nimmt also den Soft Reifen, ja, also er wird mit dem Boost fahren, ja, und ja, also. Ja. Ja, alles was geht, keine Frage. Also den P2 und P1 waren nicht in unseren, man kann sagen, unsere Möglichkeiten, aber also das, ja. Wir hatten gehofft, also auf den CL von Fede oder von Nordox, aber ja. Darf ich mal dazwischen fragen? Oh, ja, klar. Ja, hallo. Ich wollte nur fragen, es hat zuerst geheißen, es wird bis 35 gefahren, jetzt aber bis 46. Ja. Das sind 11 Minuten länger. Das haben wir aber gesagt. Ich habe es extra nochmal angesagt. Wir fahren das Scoring. Das Problem war, dass die... ich habe gesagt, wir fahren das Scoring, was auf der Webseite steht. Das Problem war, dass die Teams nicht in die Startaufstellung gekommen sind. Dass da zwei oder drei Teams vorne dran standen. Ich glaube, ihr wart auch eins davon. Weil wir bei uns geschrieben wurde, Escape drücken. Ja, weil ihr falsch stand, weil ihr erst gejoint seid, nachdem das Scoring schon eingestellt war. Deswegen standet ihr ganz vorne und ihr musstet im Prinzip nochmal die Runde fahren. Das ist jetzt kein Drama, aber dadurch hat sich's verzögert. Und wir fahren jetzt, das habt ihr keinen Sprit mehr, oder was? Genau so ist es, ja. Ach du Scheiße. Wir haben 4,35, also 35 plus eine Runde ausgerechnet.
und uns fehlt eine Runde jetzt im Endeffekt. Ja, eine Runde kannst du einsparen. Da musst du jetzt wirklich... Ja, wir sind schon runtergegangen auf Motorprogramm 1. Wir schaffen Nicht nur Motorprogramm 1, also wirklich auch früh schalten, dann müsste es gehen. Ja, das ist schwierig. Aber ja, Edgar, nimm's für die Jungs als dieses erste Mal als Lehrgeld. Ja, wenn wir die Runde gut geschrieben bekommen gegenüber von unseren Dahinteren, dann ist das kein Problem. Ja, also wenn das so war, dass ihr wirklich eine Runde, also Zeit kann ich nicht zurückgeben. Ja, also wenn jetzt irgendwie 3 Minuten da fehlen, da kann ich nichts machen. Das geht nicht, weil der zählt die Runden durch und es muss bei euch im Prinzip eine gezählte Runde fehlen. Ja, wir hatten 2,77 und die 2,76 und dann haben wir 2,76 bekommen. Ja, dann, wenn das so ist, das sehen wir dann vom letzten Logfile und dann vom neuen, dann bekommt ihr die Runde zurück, definitiv, das ist versprochen. Gut, okay, viel Spaß noch, tschüss. Jo, ciao. Ja, Dramen spielen sich hier ab, eine knappe halbe Stunde vor Schluss und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wie sich das hier ausgeht auf den Positionen 3 und 4. Jetzt ist der Patrick Jaskulski wohl wieder auf dem Server und wird aktuell auch vor der RML gelistet, aber... Naja, sie fahren aber noch nicht. Das ist es nämlich gerade, die müssen jetzt noch eine gute Minute, müssen die glaube ich noch warten, aber so wie ich das sehe, jetzt fährt er wieder. Moment... Nein, Thomas, du kannst nicht noch 3 Runden haben. Du hast ja keine verloren. Also so wie es aussieht, Platz 3 bleibt definitiv bei SimRacing PL. Aber wie sich der Abstand jetzt zur RML entwickelt hat, kann ich nicht sagen. Der Kollege Lange Hegermann ist jetzt gerade im letzten Sektor unterwegs. Also die Lücke ist auf jeden Fall noch ein bisschen größer. Aber die müssten jetzt zumindest wieder in derselben Runde sein, wenn ich das richtig sehe. Das ist komisch, weil eben wurde RML teilweise schon auf 3 geführt und dann als der... Wenn du rausfährst, kriegst du eine Runde zurück, weil R-Faktor generell, wenn du aus der Box kommst, dich in den ersten Sektor setzt. Und wenn du mal ein Training fährst, ganz normales Training fährst und du fährst aus der Box, hast du im R-Faktor-Scoring schon eine 1 stehen, obwohl du noch gar keine Rundenzeit hast. Das bedeutet, du bist in der wenn du das abbrichst, wenn du da keine Runde fährst, brichst ab, steht da eine 1. Das heißt, du bist, da kann Marcel auch gar nichts dran ändern, das ist auch für alle gleich. In dem Moment, wo die auf Race klicken, kriegen die wieder eine Runde dazu geschrieben. Ja, die RML ist jetzt auch nochmal in die Box abgebogen. Ich denke mal, das ist ja der letzte planmäßige Stop. Ja. Da ziehen jetzt auch nochmal einige nach in der LMP1-Klasse. Ja, 23 Minuten Rest. Da kann der ein oder andere jetzt vielleicht noch mal ein paar schnelle Runden drehen, je nachdem, was die Jungs hier vorhaben. Ja. Sah ja, eben komisch aus bei Sim Racing PL. Und der René Herzig hat den Platz an den Dominik Hesse abgegeben. Ja. So, das müsste Michael Schlapp sein, der da fährt. Genau so ist es. Für die Allstars. 6 Sekunden hinter Independence Simracer P2. Weil ich vermute mal, die müssen auch nochmal rein. Ja, und da ist auch eine ganze Runde zwischen. Da ist noch eine Runde zwischen? Ja, ja. Die haben eine Runde Vorsprung. Ah ja, stimmt. Okay. Wir müssen nicht nochmal rein. Und Allstar auch nicht. Ach so, okay. Ja, dann ist es aber ist gegessen, das Thema. Also da brauchen wir gar nicht mehr. Ich dachte jetzt wirklich hier, wir hatten ja nach dem vorletzten Restart war es ja ziemlich knapp, als ihr aus der Box kamt, irgendwie mit 6 Sekunden. Ja. Und, ja. So, wie sieht's weiter hinten aus? Da ist auch Rundenabstand, da auch. Naja, bei SimRace 3, um den 3. Platz, da wird's noch eng. Da sind jetzt noch 5 Sekunden, aber das ist, glaube ich, die ganze Zeit schon so, ne? Ja. Ja. So um die 3-5 Sekunden, der Jesus ist da irgendwie immer ein paar Zehntel langsamer. Ja, wo wir noch ein klein bisschen aufpassen müssen, ist auch Platz 6 und 7 in der LMP1-Klasse.
Der Juan Viano und Jürgen Renz haben ja vorhin den kleinen Fahrfehler vom Jürgen gesehen. Könnte sein, dass sich das zum Ziel hin auch nochmal zusammenschiebt. Ja. Da liegen jetzt aktuell 12 Sekunden dazwischen. Ja, und wie gesagt, wir haben immer noch den kleinen Zweikampf um das letzte Podiums, um den letzten Podiumsplatz in der GT-Klasse. Die Alpha Racers da jetzt im Moment wieder vor SimRace 3, da liegen 8 Sekunden dazwischen. So, Ace Racing LMP 1 jetzt auch nochmal in der Box. Denken wir, das ist dann auch der letzte planmäßige. So, na gut, also da geht natürlich jetzt nichts mehr, das ist klar, bei All-Star, das hatte ich eben falsch gesehen. Ace Racing jetzt nochmal in der Box. Ja, Ingo, du kannst. Such dich jetzt hier nicht im TeamSpeak, entweder du hörst dir zu, ach, da war er ja schon, oder? Hier ist der Adam, der jetzt nochmal hier reingekommen ist. Ja. Also nur diese 7 Runden, ja, also ich nur hoffen, dass alles klappt, also bis zum Ende. So. Ja, dann würde ich sagen, dann lass uns mal... Ja, der Abstand wird größer, da unten. Und SimRace 3 auf die, zu den Alpha Racers. Das sind jetzt schon 8,7 Sekunden. Aber nicht, nee, okay. Damit auch sehr knapp zwischen die Kommunikator und Team OGC. Ja? Also ich würde sagen, dass Renz wird den Viano schaffen, also weil Viano ist nicht so schnell, man kann sagen. Naja, der Jürgen fährt 3,25er Zeiten, der Juan fährt 3,22, also das halte ich, und der Abstand beträgt 15 Sekunden, also das halte ich für ein Gerücht, dass der da noch das noch schafft. Ich würde sagen, dass er schafft. Ja, okay. Hört sich nach einer Wette an, Jungs. Von das, was wenn Jürgen hat in den OGCC, also in den frühen Nacht, ja, gefahren, also ich weiß, dass er es denn, ich würde sagen, dass er Viano kriegen, ja, also. Mhm. Naja, schauen wir mal. Ja, noch 18 Minuten Rest, so als kleine Zwischenzeit. Echt so lange noch? Ja, ist noch ein bisschen hinhänger. Wo verdient ein Urlaub? Bitte? Was? Wo verdient ein Langstreckenurlaub? Wer redet denn hier von Urlaub? Hallo? Urlaub. Du hast vorhin 11 Stunden am Stück geschlafen, da kriegst du doch keinen Urlaub, ey. Ja, genau. Ja, du musst dich melden, Agnes, sorry. Ich habe keine 11 Stunden geschlafen, mein lieber Lutz. War wahrscheinlich 10,5 oder so. Ja, genau. Nein. Also, ja. Es waren nur 6. Dafür muss ich aber am Montag vielleicht ran. Habe ich schon erwähnt, dass ich heute Abend nochmal streamen muss? Ja. Ja. Gestern. Ah, das wird auch lustig. Okay. Ja. Aber das haben wir uns ja selber ausgesucht. Ja. Ich glaube, ganz vorne hat sich so ein bisschen jetzt entschieden, sag ich mal. Ja. Also die Abstände sind auf jeden Fall groß genug für Notox Racing. Ja, das auf alle Fälle, ja. Ja, man muss halt immer, ne, sind halt wie gesagt noch 17 Minuten, das darf man halt nie vergessen, auch wenn man sowas dann immer so im Leichtsinn sagt. Mhm. Nee, aber der Ronny wird auch dann, ich meine, er fährt jetzt 3,20er Zeiten, das ist ja schon, als hätte man ihm irgendwie 50 PS weggenommen. Oder mehr. Also, der fährt. Ich glaube, die fahren jetzt beide
einfach piano ihre Sachen da rein. Und ich glaube, dass alle drei Teams da vorne sehr, sehr zufrieden mit ihren Platzierungen sind. Also die ersten sowieso, aber auch Simracing PL, die haben, ja, wir werden sie fragen, wann sie denn gemerkt haben, dass es irgendwie aussichtslos wird. Weil, wie gesagt, was der Jimmy Dion da abgezogen hat, das war unglaublich, was der vom Feuerwerk abgebrannt hat. Da haben wir alle gedacht, dass der Motor macht das irgendwie 20 Minuten mit, dann ist Feierabend. Aber war nicht so. Ah, und Lutz, du hast auch etwas über den 24 Stunden von Bathurst, vom Mont Panorama gesprochen. Ja, wenn ich Lust habe. In Dezember. Ja, wenn ich einen Termin finde und das passt. Wir müssen aber das mit Allstar absprechen, weil normalerweise im Dezember machen wir seit 3 Jahren das Allstar Race of Champions. Und das ist auch immer sehr gut, aber sehr schnell ausgebucht und ist auch sehr funny. Und aber dann GT3, ja, Mod oder? Ja, wenn, dann in einer Klasse natürlich. Ja. Also mehrere Klassen fahre ich nur in Le Mans. Also, ja, nee, wirklich. Also das, was Vortex hat ja eine Rennserie veranstaltet. Nee, Sackschwitz war das damals, die haben eine Rennserie veranstaltet. Das war alles ganz lustig mit den mehreren Klassen und weiß ich nicht, 40, 45, 50 Autos auf der Strecke und dann irgendwie 90 Minuten in 3 Klassen auf irgendwelchen Mickey-Maus-Kursen. Ich werde nie vergessen, Laguna Seca mit, ich glaube, 6 oder 47 Autos in 3 Klassen. Also ehrlich, da wusstest du als Kommentator überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Wir haben dann einfach gesagt, ja, lass die fahren, guck mal hier, der fährt toll, das war ein tolles Überholmanöver. Platzierung völlig wurscht. Und dafür habe ich keinen Nerv. Das ist auch keine Herausforderung an sich so. Also Herausforderung natürlich, es muss auch gut organisiert sein und es muss alles funktionieren, aber so das Event selber, also wegen 90 Minuten da einen riesen Aufwand zu betreiben, das ist vertane Zeit für mich. Wie gesagt, es ist ja momentan überhaupt nicht, es ist ja so, dass ich gar nichts hier von der ganzen Arbeit gemacht habe. Das haben ja alles, wie gesagt, Micha Schlaf, Sebastian Röhn, Gary Roos, das waren die Hauptbeteiligten, Olaf Ness und Stefan Bäumer, die haben halt hier geholfen, haben die ganze Arbeit im Hintergrund da erledigt. Und von daher muss ich mir das hier überhaupt gar nicht antun. Ich zahle eigentlich nur die Server. Also, und selbst da haben wir ja von Dock Racing, der Server 1, auf dem wir jetzt fahren, das ist ja der Server von Dock Racing. Den hatten sie gesponsert zum Anfang für das Event, für die Dauer des Events. Und wir haben einfach nur noch einen zweiten dazu gemietet, jetzt für einen Monat, um ein Backup-System zu haben. War ja auch gut so, wie wir gemerkt haben. Und so ist alles fein und mehr Zeit kann ich nicht mehr investieren. Aber dass die Leute sind, die ganze Zeit da sind, also ja, und die wollen Rennen zu fahren, ja. Ja, das ist, wie gesagt, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich einen gewissen Anspruch an die Qualität habe. Wenn ich den nicht sicherstellen kann, dann mache ich das nicht. Das bringt nichts. Versaust dir deinen Ruf womöglich. Das wäre vielleicht noch zu verkraften. Aber mir täte es halt tatsächlich um die Leute leid, wenn das Event nicht so funktioniert, wie es normalerweise funktionieren soll. So, wir haben halt hier jetzt den gesamtführenden Notox, der hier auch ganz piano abwartet. Und nicht so ganz piano, also 3,18, also das ist... der ist schön hinter der Corvette, hinter der zumindest im Vorland Corvette geblieben und hat die Kurve abgewartet und hat dann überholt. Also piano ist das schon für seine... Na, obwohl letzte Runde 3,18. Ja, okay, ja, da hast du wohl recht. Das ist, Wenn das ist ein Piano-Fahren, also. Oh, ja, also gut. Dann gesamten Klassen, also das ja, also. Mhm. Die müssen gewinnen, also mit solchen Fällen, ja. Ja. Gut, die 3,18 hatte ich jetzt nicht gesehen, ich hatte nur die Rundenzeiten zuvor gesehen, also jetzt ist er auch wieder eine 3,20 gefahren, also ich denke mal, man kann auch nicht, wenn man auf so einem Level fährt, kann man auch nicht absichtlich langsamer fahren. Ich glaube, der Olli Hönig hatte das mal in einem Livestream erzählt, als er in Dubai war, da war wohl irgendwas im Auto
und zum 24-Stunden-Rennen und da hat er von der Box die Anweisung gekriegt, also im realen Rennen, er soll langsamer fahren. Und hat er gesagt, Leute, das geht nicht. Also ich kann nur Rennen fahren, ich kann nicht langsam fahren. Also wenn ich in einem Rennauto sitze, muss ich Rennen fahren, weil dann komme ich aus dem Rhythmus und dann baue ich nur Müll. Und das ist hier durchaus vergleichbar. Ronny Hähnel jetzt zu sagen, fahr mal jetzt irgendwie 3:23 Zeiten, kannst du wetten, steht der in der Indianapolis in der Wand. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf alle Fälle wird's wackelig. Weil dann die Konzentration, die Pace geht weg, also und ein Fehler. Richtig. So, wir haben jetzt hier so mal ersten drei der Klassenebene, was waren die LMP? Jetzt gehen wir mal die LMP2 durch. Da ist das Auto, genau. Und dann haben wir das Auto hier auf der Position 3 der LMP2. Dann gibt es hier noch eine GTE-Klasse, die wird auch angeführt von Obstar. Dahinter Gillis Racing. Und auf der dritten Position in der GT-Klasse, dann das Team von Alpha Racers. Wobei ich da sagen muss, das freut mich sehr, weil die hatten auch ziemlich viel Pech im Rennen und hatten wohl auch eine Runde zurück. Waren sich nicht, aber nicht so, ich habe nachgeschaut, dem war dann nicht so, weil diese Runde, die sie da vorne waren, ist erst entstanden in der Runde, wo der Mismatch entstand. Da ist das Gillis Racing tatsächlich disconnected worden. Da haben die tierisch Glück gehabt, dass da der Server abgekackt ist, beziehungsweise der Mission Mismatch kam. Thomas Patzke, wir haben noch 50 Liter, können wir noch weiterfahren. Ja, mach. So, wir haben die 10-Minuten-Marke passiert. Ja, noch 9 Minuten und etwas mehr als 15 Sekunden lese ich jetzt hier gerade. Mhm. Es neigt sich dem Ende. Aber ich sehe, dass das KLS SSR-Team ist auf dem letzten Platz und nur mit einem Runden. Ja, der hat, natürlich hat der fährt jetzt nur die Ehrenrunde noch mit. Der war ja nicht auf dem Server, als wir die Runden wiederhergestellt haben und deswegen hat er seine Runden alle nicht wiedergekriegt. Das ist jetzt aber kein Problem. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe auch noch knapp zwischen die Sim Race 3 und Alpha Races, also nur 10 Sekunden. Also ja, nach 24 Stunden, also nur 10 Sekunden. Wir werden dem Team die Runden von vor dem Abbruch gut schreiben und die 3 Runden, 4 Runden, die sie jetzt fahren, die kriegen sie on top gerechnet und dann haben sie irgendwo eine Position und das wird dann schon, das muss dann hinhauen, das muss reichen. Ich meine, der Ingo hat mir gesagt, können nicht mehr, also sie waren wirklich, er selber war physisch am Ende. Und von daher ist das auch okay. Die kriegen ihre reguläre Platzierung und dann ist gut. Oh, jetzt haben wir tatsächlich noch einen Positionswechsel verpasst. Ja, das muss ich jetzt einfach mal so einwerfen. Team Vortex LMP1 ist noch um eine Position nach vorne gefahren. Ja, hat noch einen GT überholt und liegt jetzt insgesamt auf Platz 41. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Genau. Hört sich jetzt ein bisschen witzig an, aber ich denke, die Jungs wissen, wie ich es meine. Ne? Auf jeden Fall noch einen Platz gut gemacht. Ja. Der Frank fährt jetzt. Ganz genau, der sitzt schon eine ganze Weile drin, ja. Der räumt jetzt noch ein bisschen auf. Aber zum nächsten sind es jetzt nochmal 3 Runden. Ich glaube, in den 10 Minuten wird es ein bisschen eng. Ja. Ja, zumal die 10 Minuten nur noch 7 Minuten 13 dauern. Auch schon wieder, meine Güte. Jam Racers muss nur mal einen Boxenstopp machen, LMP2. Ja, ich glaube, das sind einige.
Eieieiei. Wir haben's wieder mal fast geschafft. Hat mal irgendeiner gezählt, wie viel 24-Stunden-Rennen wir veranstaltet haben? Nee, ne? Müsste man tatsächlich mal machen. Achtmal Le Mans. Ja, das kriege ich auch gerade mal so hin. Sicher. Also es waren mit Sicherheit 14? Nee, das waren mehr. Allein die, wir sind, was weiß ich alles gefahren. Also Nordschleife mindestens zweimal, dreimal. Spa, dann jetzt in der Multi-League, in der ersten Multi-League, das waren ja glaube ich schon 3 oder 4 24-Stunden-Rennen. Gut, 25. Ja, sowas in der Art. Also es ist schon wirklich irre, welche Zeit da investiert wird von allen Beteiligten. Ja, so, wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten. 5:30, genau. Gucken wir mal nochmal zum Führenden der B2. Nee, das ist nicht die B2. Sollte sie aber sein. Ach so, nee. Natürlich Pfeil und 7 drückt, dann kaut das nicht hin. Ben Hesse. Ich glaube, das ist auch eine Hure. Der fährt auch überall. Ehrlich. Ja. Also ich weiß gar nicht, in wie viel Teams ich den schon habe fahren sehen. Bestimmt gleich nochmal selber fragen, wenn. Genau. So, und dann haben wir auf der 29 auch nochmal die Allstars. Wir wollen mal gucken, ob Daily Motion so gnädig war und uns wenigstens die Zuschauerzahlen für Samstag hier schon eingetragen hat. Würde mich mal schwer interessieren. Weil die sind ja German Racers bereinigt, da liefen ja keine anderen Streams. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Ja, weil immer wenn ich gucke, ist ein Server frei? Nee, German Racers fährt. Also ihr fahrt irgendwie jeden Tag in der Woche, kann das sein? Ja, ich weiß auch nicht, was die Jungs davor haben mittlerweile. Also das ist echt enorm, ja. Mhm. Nee, ich glaube, wir führen demnächst den 8. Wochentag ein, haben wir vor kurzem noch beschlossen. Mhm. Ja, super. Die zählen uns hier auf Null. Für den 28. und 29. Wir haben 770 am Freitagabend gehabt. Also 770 Einzeljahre haben wir am Freitagabend zugeguckt. Und 28.06. und 29.06. steht hier auf Null. Leute, das ist meine Kohle. Seid ihr wahnsinnig? Naja. So, 3 Minuten noch. Ich weiß jetzt nicht, der Ronny fährt ja jetzt noch eine Runde, oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, in 3 Minuten kommt der Locker nochmal an Startziel vorbei. Ja. Und die muss er auch fahren, weil Rundenvorsprung hat er nicht. Also warten ist nicht. Mhm. Ja, es ist sowieso sehr schlecht, wenn wir jetzt in der letzten Rennrunde aufeinander warten würden, weil dann würde nämlich das ganze Ergebnis nicht mehr stimmen. War ja schon mehrfach. Mal wieder zu meinem Team runtergehen. Ja, dann. Da geht es feiern. Ja. Viel Spaß dabei, auf jeden Fall schon mal. Danke. So, und Fox Racing, der Gesamtführende hier in der LMP1-Klasse, geht in die letzte Runde. Genau so sieht's aus. Der Sebastian Röhner. Was? Sebastian Röhner. Ich verstehe kein Wort, ich verstehe nur Sebastian Röhn. Mach mal ist der Sebastian auf. Röhn eigentlich schon mal gefahren? Ja, der ist gefahren. Auch der Sascha Siegert ist auch gefahren. Also. Und erstaunlicherweise beide immer
sehr niedrige 20er und 19er Zeiten. Also hier in dem Rennen waren sie wirklich ganz dicht beieinander, die drei. Deswegen ist der Sieg jetzt hier nicht unbedingt allein, also zu große Präsentation Ronny zuzuschreiben, sondern das war schon wirklich gute Leistung von allen. Auch der Sascha hat wirklich Top-Zeiten gefahren. Gibt es in der letzten Runde überholen oder nicht überholen? Es wird gefahren, bis gefinisht ist. Danach könnt ihr eure Ehrenrunde drehen. Ja, was soll man sagen? Leute, ja. Leute. Fällt einem nicht mehr viel ein jetzt, ne? So kurz vor Schluss. Nee. Naja, gut, so ein 6-Stunden-Rennen ist ja auch lang. Ich habe noch eine Frage, Lutz. Gibt es in der letzten Runde ein Agreement überholen oder nicht überholen? Habe ich dir gerade geantwortet. Habe ich nichts gehört, Entschuldigung. Ihr fahrt das Rennen ganz normal zu Ende. Wenn ihr gefinisht seid im Scoring, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Okay, dann passt schon. Das heißt, eine Runde geht es noch in dem Fall. Ja, also der Ronny ist jetzt auf der Hälfte der Strecke, naja, noch nicht ganz, aber fast. Okay, danke. In seiner letzten Runde. Ja. Danke, tschüss. Achso, und ihr werdet abgewunken hinter dem Führenden, nicht auf der Position. Ja, also die Position bekommt ihr erst, wenn alle gefinisht sind. Okay, danke. Da werden jetzt einige von diesen GTs, die jetzt gerade noch überholt werden, die werden jauchzen, wenn sie ins Timing gucken und dann irgendwie Fünfter oder Sechster in der Gesamtwertung sind. Aber das wird sich dann ganz schnell ändern. Deswegen müssen halt alle finishen, sonst kriegen wir hier kein vernünftiges Ergebnis. Ja, Ronny auf den letzten Metern und ich würde sagen, Lutz, ne, die letzten Worte hier zum Rennen, wenn der Ronny ins Ziel fährt, die gehören jetzt mal dir, ja? Ach. Wir halten jetzt einfach mal die Klappe. Nein. Das ist... Wie gesagt, normalerweise müsste jetzt Michael Schlaps und Sebastian Röhn hier sein, das... wäre deren Job, oder? Ich habe nur die bessere Stimme. Herzlichen Glückwunsch an Notox 1 hier. Die warten auch, also sensationelle Bilder. Wir gratulieren aufs Herzlichste Ronny Hähnel, Sascha Siegert und Sebastian Röhn für diesen großartigen Erfolg mal wieder. Klar waren sie favorisiert, aber... der Sieg war alles andere als klar. Auch wenn sie von vorne weg gut unterwegs waren, sie waren im ersten Drittel des Rennens auch durchaus mal bis auf Platz 5 zurück. Nach einigen Problemen haben sich wieder vorgekämpft und ja. Kommen wir zur LMP2-Klasse. Ja, die sind jetzt natürlich hier entschwunden. Das sollte sein. Wo sind sie denn hin? Die Independence, die 39. Ach, hast du schon. Okay. Ja, die haben noch ein paar Meter. Genau, Sven Hesse, David Putzke, Björn Schulz und Christian Senz finishen auf der Position 1 dieses 24-Stunden-Rennen. Da beißt die Maus keinen Faden mehr ab. Das ist sicher. Herzlichen Glückwunsch für diesen großartigen Erfolg und dieses Team hat viele, viele Rennen bestritten und erstmals hier tatsächlich auch einen Sieg nach Hause gefahren. Also ganz, ganz großartige Geschichte. Und da haben wir das All-Star-Auto
der GTE-Klasse. Mit Daniel Hake, Stefan Karnitz und Michael Reiter. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch hier. Ja, jetzt sagen wir gleich herzlichen Glückwunsch, weil bei den Jungs muss man wirklich auf den letzten Meter warten. Ja, der kann auch noch rechts in die Wand abbiegen, genau. Herzlichen Glückwunsch an Allstar. Endlich, endlich mal wieder ein Sieg beim 24-Stunden-Rennen. Und natürlich gratulieren wir allen anderen Teams, die hier zu Ende gefahren sind. Wir haben erstmals in der Geschichte von SimRacing.org ein Rennen zu Ende gefahren mit allen Teams, die auch gestartet sind. Also das ist für mich so ein bisschen das Großartigste. Das gab es noch nie. Es ist unrealistisch wie nur irgendwas, aber es ist einfach nur saugeil. Ich freue mich unglaublich darüber, dass das so funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob es auch so gewesen wäre, wenn ich es nicht frühzeitiger schon mal gesagt hätte. Und ja, da sollte man hingehen. Hier kommt die ganze Mannschaft in ihrer Inlap und das ist fantastisch. Und ich glaube, jetzt halte ich auch mal die Klappe. Mein Gott, was ein geiles Bild. Sorry, wollte die Klappe halten. An dieser Stelle natürlich auch meinen herzlichsten Dank an die ganzen Interviewpartner, die jetzt hier über die Nacht hinweg und eigentlich über das ganze Event hinweg uns so ein bisschen unterhalten haben, unsere Zuschauer mit unterhalten haben. Natürlich Christoph und Max für die Hilfe hier im Broadcast, Agnes, Micha, Labs, Sebastian Röhn, Gary Roos, Stefan Bäumer, Olaf Ness, Dock Racing allgemein für die technische Unterstützung und ja, und nicht zuletzt auch an Vortex, an den Ralf Deininger, der der Grund dafür war, oder seine Zuschrift war der Grund dafür, dass ich mich entschieden habe, hier dieses Event dann doch nochmal auszuschreiben. Das hat eine kleine Vorgeschichte, die erspare ich euch aber jetzt. In diesem Rennen hatten wir oder haben wir, noch sind sie ja nicht in der Box, die Herrschaften, eine Unmenge Teams. und ja, was soll ich sagen? Also, was? Nee, das war falsch. Was soll ich sagen? Genau. Notox Racing 1 vor Federsport Poland LMP 1. Platz 3 Sim Racing PL der LMP 1 Klasse. RML Racing Team auf Platz 4. Ace Racing LMP auf Platz 5. Platz 6 für Comunidad JDT P1. Auf der 7 dann das Team OGC LMP, German Racers LMP 1 auf der 8, auf der 9 Extreme Factor LMP Racing Team, auf der 10 MSF 2 Motorsport P1, auf der 11 VUD Multigaming e.V., auf der 12 TerCap Motorsports FE, auf der 13 Vortex Motorsport LMP 1 und auf der 14 momentan gewertet, das ist alles inoffiziell, vor allem auf den hinteren Plätzen, das Team KRS SSR Motorsport. Das war die Reihenfolge in der LMP1, in der LMP2, Independent Sim Racer P2 for All-Star Racing Team 2, auf Position 3 Vortex Motorsports, auf der 4 Notox Racing P2 oder ja P2, auf der 5 RSA Project 24 LMP 2, auf der 6 Dock Racing, auf der 7
Simsim Pro sind schon in der Box. Auf der 8 Extreme Racers Endurance Team, auf der 9 German Racers LMP, auf der 10 Sim Racing PL Raceboard, auf der 11 Witchwood und auf Platz 12 MSRF2 Motorsport. Auf Position 1 der GT-Klasse, All-Star Racing Team GTE, Gillis Racing auf Position 2, Alpha Racers Position 3, Sim Race 3 auf Position 4, auf der 5 Pulse Racing RFDT Motorsport, 6 für Sim Racing for Holland, 7 ORM Corsa, 8 Witchwood, 9 KSM Sim Racing Team, 10 Escape Masters, auf der 11 Feedersport Poland GTE, auf der 12 Extreme Factor GT Racing Team Independent Sim Racing GTE, auf der 13, auf der 14 RSA Project 24 GTE, auf der 15 Team OGC GT, 16 für VRL Sim Racing BE und das R-Factor News Pro Team wurde 17. 18. Platz geht an das Team von GT Racing. Wir sagen herzlichen Glückwunsch allen, ja, wir müssen allen Teams gratulieren. Alle sind angekommen, es ist ein fantastisches Gefühl. Ich bin ganz, ganz, ganz doll, ja, froh, wie auch immer man das sagen will. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl und ich bedanke mich bei allen, die 2,5 Monate hier uns ertragen haben. Wir haben euch auch ertragen und alles ist schön. Und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Spätestens im Juni 2015. So, und jetzt hoffen wir mal, dass da noch ein bisschen was passiert hier. Achso, da ist ja gar kein Touchscreen. Ja, jetzt weiß ich nicht so hundertprozentig, ob die Herrschaften jetzt noch zum Interview kommen oder nicht. Oh, Entschuldigung. Meine Stimme ist jetzt gerade eben völlig weg. Die letzte Zigarette. Genau, jetzt geht's wieder. So. So, wir würden uns sehr freuen, wenn noch jemand hier zum Interview käme. Aber das haben wir irgendwie auch nicht so wirklich publik gemacht. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Jungs sich auch mal ein bisschen austoben jetzt in den Channels. Ja, definitiv. Guten Abend. Guten Abend. Ja, da kommen ja dann doch die Ersten. Glückwunsch, David. Danke, Micha. Euch auch. Habt's uns verdammt schwer gemacht. Hat mal wirklich alles gepasst, ja, und lief wie geplant, ja. Nee, saubere Performance von euch, muss ich definitiv sagen. Hätten wir so nicht damit gerechnet. Das war vielleicht unser Vorteil. Ja, unterschätzt haben wir euch nicht, aber wir haben halt nicht mit gerechnet, dass du Großteil und der Christian fährt. Das hatte man nicht auf dem Plan gehabt. Ich denke, es sollte auch ein bisschen noch anders aufgeteilt werden, aber der Björn zum Beispiel ist über Nacht von Freitag zu Samstag fast 40 Fieber. Da ist er dann so gut wie ausgefallen. Er hat es dann wenigstens. Er wollte unbedingt fahren, damit er nicht umsonst trainiert hat. Bis, glaube ich, 2 Stints ist er. Oder 3. Beziehungsweise, wenn er am Fahren war, hat er auch jedes Mal das Glück gehabt, dass dann ein Restart war. Ja. Das wollte er sich dann nicht antun. Ich weiß nicht, wo der ist, der Andreas Rorschach.
Hier sind 100.000 Leute im Stream. Im Teamspeak. Mich in der Mitte. Nee, das Rennen hat sich ja dann eigentlich heute früh ein bisschen entschieden, wo ich beim Überrunden ein bisschen, naja, unsanft von der Strecke geschoben wurde. Das war dann eigentlich das Ende, weil dann hattest du eine Minute Vorsprung und das war's dann. Das habe ich mitbekommen, ja, da habe ich in einem Stint, glaube ich, rausfahren können. Ja, mir hat 10 km/h Topspeed gefehlt. Na gut, das merkst du ja. Ja, das merkst du dir, Hölle. So, ich soll den Andreas Roschak hier hochziehen, das habe ich jetzt getan. Wenn er jetzt was sagt, dann wird es sehr laut, das weiß ich. Oh, er sagt gar nichts. Ich dann. So, Max, besten Dank, dass du das schon gepostet hast. Ich habe mir gerade irgendwie die Finger gebrochen beim Ausschneiden dieses Screens. Dann werde ich das mal teilen. Ja, mach das, genau. Ich hoffe, ich habe auch alle erwischt jetzt. Da war ich jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube, alle 45, ne? Mehr waren es ja nicht. Nee. Has finished oder have finished? David? Ach Gott. Welchem? 45, have, oder? Was? Have, ja. Ja. Ja, gut. Glaub dir mal. Keine Ahnung. Ich denke, du bist so der Crack. Wer sagt das? Hat mal irgendjemand erzählt. Du kannst doch Englisch, also bitte. Wenn, dann helf, ja. Weil ich es in der Schule hatte, ja. Kann's auch nicht, und ich hab's in der Schule, also. Glückwunsch, Sebastian. Dankeschön. Ja. Auch Sascha und euch und Ronny. Natürlich auch herzlichen Glückwunsch. Vor allem ein riesen Glückwunsch an euer P2-Team. Dicke, ja. Fette Leistung. Zu zweit auf P4 fahren. Respekt. Ja, ja, mal definitiv. Mal gucken, ob da noch jemand kommt hier. Das wäre echt schade, wenn man das Manuel nicht aufgegeben hat. Ja, also der Markus wird auf jeden Fall nicht kommen, weil der legt sich jetzt hin und der muss dann nämlich noch heute nach München fahren, weil der hat morgen Cargo. Autsch. Auch herrlich. So, die haben alle Angst, lese ich hier. Ja, aber also, wenn ich hier so in den Channel gucke, ein paar Klassensieger haben wir doch auf jeden Fall hier sitzen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, definitiv. Also guck mal. Fangen wir einfach mit Sebastian an, weil aus meiner Sicht eine Leistung, die da wart ihr favorisiert, aber nach dem ersten Drittel sah das ja nur erstmal gar nicht so aus, ob das Rennen rund laufen würde für euch. Was mich besonders interessieren würde, ich meine, ihr hattet bei den Restarts nichts auszustehen, weil ihr stand immer vorne, glaube ich, auch beim ersten Restart schon. Und dann hat man natürlich so ein bisschen, ich glaube, das ist den Vorteil, dass man dann nicht an irgendjemanden vorbei muss. Aber trotzdem natürlich für die Strategie wahrscheinlich wieder der Tod schlechthin. Aber das ist ja nun mittlerweile bekannt. Sebastian, erzähl mir einfach mal so ein bisschen von Beginn an, vor allem mit den Problemen, die da waren. Und dann ab wann, ja, so mit Simracing PL und Federsport. Halt so. Ja, das Rennen fing auf jeden Fall sehr, sehr gut an.
Wenn man dann die Situation war, auf jeden Fall auch im Stream zu sehen, wo Ronny da so eine Schrecksekunde hatte und ausweichen musste, zwei Fahrzeugen durchs Kiesbett. Das hätte da eigentlich da schon der erste Unfall sein können, mit wirklich Glück im Unglück dadurch, außer ein bisschen Zeitverlust und Führung verloren. Und aber danach dann lief das Rennen zunächst wirklich gut. Ronny hatte dann irgendwie, glaube ich, knapp eine Minute Vorsprung. Und dann stand leider ein Porsche in der Indianapolis mitten auf der Fahrbahn und keine Chance mehr da auszuweichen. Da war dann für beide dann Escape. Gut, ich glaube, der Porsche hat Escape gedrückt, wir konnten uns noch in die Box retten, aber da war das Auto so kaputt und halt dann jede kleinere weitere Berührung hat uns sofort dann gezwungen, wieder reinzugehen, weil halt 15 km/h Topspeed weg waren. Und das hatten wir zweimal, wo wir Stints abbrechen mussten. Dann kam noch mein Internet war weg. Das waren dann die 6 Minuten und ja, zu dem Zeitpunkt waren wir dann, glaube ich, knapp 3, also auf jeden Fall 2 komplette Runden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Minuten richtig noch von dem Überraschungsteam schlechthin von OGC weg. Und zu dem Zeitpunkt habe ich nicht wirklich damit gerechnet. Also uns war klar, ohne Restarts wird es ganz schwer davon hinzukommen. Und man muss auf jeden Fall sagen, uns haben die beiden Restarts dann vollends, also die ersten beiden vollends in die Karten gespielt, weil wir es halt dann geschafft haben, jedes Mal eine Runde wegzubekommen. Und das war der Trumpf letztendlich dann für den weiteren Verlauf. Und dann nach dem ersten Restart, wo wir dann vorne waren, ab da lief das Rennen eigentlich fehlerfrei. Ja. So, wir haben uns dann auch wirklich zurückgehalten. Ich muss mich auf jeden Fall noch bei GT Racing entschuldigen. Da hatte ich auch noch einen Unfall am Anfang des Rennens, wo ich da einfach seine Linie missinterpretiert habe und ihm dann hinten drauf gefahren bin in den Porsche-Kurven. Und das war ziemlich dumm von mir. Und ja, gut, da werde ich auf jeden Fall mit ihm nochmal persönlich sprechen. Und ja, dann im Großen und Ganzen, Ziggy hat natürlich auch wieder eine Wahnsinnsleistung gezeigt, war auch nicht so zu erwarten und unsere Vorbereitung war diesmal auch nicht so berauschend. Und wie du dann selber schon gesagt hast, also mit Strategie ist eigentlich nicht mehr zu denken. Also wir haben, seitdem wir jetzt dann mit dem Rescheun-Tool fahren, haben wir eigentlich dann auch aufgehört, die letzten Liter rauszuquetschen, um dann noch eine extra Runde zu fahren, weil es bringt meistens nichts, weil bis man den einen Stop rausgeholt hat, ist in der Regel vorher der Server auf jeden Fall oder das Rennen unterbrochen worden. Und das haben wir hier auch getan. Also wir hätten es auf jeden Fall noch rauszögern können, die Stints, aber haben wir nicht getan. Und wir haben jetzt einfach nur zugesehen eben, dass wir mit den Reifen halt, dass wir die so maximal ausnutzen. Kann ich vielleicht auch noch sagen, wir sind am Anfang sind wir hart gefahren und dann eigentlich durchweg mittel bis dann zum Ende. Und das ging 3 Stints jeweils und das hat ganz gut funktioniert. Okay. Ja, wie gesagt, also klar, das eingangs gesagt, das Team ganz sicher favorisiert, aber es gab genügend Kontrahenten, die gleich auf waren. Das hat man auch ziemlich deutlich am Anfang gesehen. Ist denn jemand, bevor wir, ich glaube, von den polnischen Teams ist, glaube ich, gerade niemand hier. Die sind noch unten hier im Channel. Ich denke mal, die haben auch noch ein bisschen zu quatschen. Die können wir gerne dann noch befragen. Ist denn jemand von OGC da? Nee, leider nicht. Doch, also, mein Bruder, der Oliver, müsste da sein. Olli, bist du hier? Nee, er ist ja nicht hier, okay, im Channel. Ja. Ja, also wie gesagt, aber Olli war ja sehr, sehr oft im Livestream und ich kann das so wiedergeben, was er sagte. Wir, als sie noch führten, sagt, er glaubt auch nicht so wirklich dran, dass das so bleibt. Sie freuen sich über jeden Führungskilometer, den sie fahren konnten oder fahren können. Und der Hammer wäre halt, aufs Podest zu kommen. Und
Das ist dann wirklich ein bisschen schwer zu sehen, wenn man schwer mit anzusehen, wenn man die Teams halt kennt schon lange und die Leute, die in den Teams fahren, schon lange kennt und weiß, Mensch, das ist jetzt echt mal ein richtig geiles Event für die Jungs und dann passiert so ein Müll, ich glaube, der Niklas einen Unfall gebaut, dann der Olli gleich nochmal hinterher, der hat ins Auto übernommen und dann abgeschossen bei der Restart, beim Restart ein Ding weggekriegt, sodass sie gleich wieder in die Box mussten. Also es kam dann eins zum anderen und nichtsdestotrotz die Leistung jetzt hier, ich möchte sie wirklich insbesondere würdigen, weil es halt wirklich ein Team ist, was ewige Zeiten hier fährt und in welcher Konstellation auch immer und ich gönne es denen sowas von sehr und ich hätte sie wirklich ganz, ganz doll gewünscht, dass sie wenigstens aufs Podest gekommen wären, verdient hätten sie es allemal und vielleicht hört ihr das ja noch und würde mich freuen, wenn wir euch, wann auch immer das nächste Event stattfindet, dann hier wieder am Start sehen und vielleicht klappt es dann besser. Okay, vor mal die Jungs, ich weiß jetzt nicht, wie weit die da unten sind. Ich denke mal, die haben ihren eigenen Livestream. Vielleicht ist das auch besser fürs Verständnis. Wir können uns ja das dann auch angucken in den Aufzeichnungen. Kommen wir mal zum Siegerteam der P2-Klasse. Und das ist ähnlich, oder für die gilt das Ähnliche, was ich eben für OGC gesagt habe. Independent Sim Racer, die ich eigentlich, sorry, wenn ich das jetzt mal so direkt sage, irgendwo bis auf wenige Ausnahmen oder kleine Achtungserfolge eigentlich so mehr im hinteren Mittelfeld kenne. Heute mit einer atemberaubenden Leistung, wirklich vom Start weg. Damit gab es überhaupt mal einen Moment, wo der Sieg gefährdet war oder die Führung gefährdet war. Der Sieg ist natürlich immer gefährdet. Ja, also ich würde sagen, der Sieg oder die Führung, ja. Ich glaube, es gab am Anfang der zwischen dem ersten und zweiten Stint, da habe ich mich mit Jonathan ein bisschen abgewechselt. Da hat er, glaube ich, mal 10, 20 Runden geführt. Aber ich glaube, ansonsten haben wir also bestimmt 23 Stunden Führung gelegen. Ja, also wirklich eine Leistung, die man ganz, ganz selten sieht. Und jetzt erklär's mir bitte, wo dran lag's? Also wo kam jetzt auf einmal dieses Speed her? Ich meine, du bist ja auch schon länger mitgefahren und lag es an den anderen oder die vorher noch nicht so aktiv hier waren oder wie kam das? Passt diesmal einfach oder erzähl mal. Das hat auf jeden Fall gepasst. Wir waren noch die gleiche Truppe wie letztes Jahr auf dem GT. Wir haben von Anfang an, wir haben letztes Jahr schon gesagt, wir fahren genau so, fahren wir wieder. Mhm. Haben auch gesagt, ja, wir können ja mal was anderes probieren. Halt LMP1-Klasse dann, 2. Und auch alle mitgemacht beim Trainieren, also ich weiß gar nicht, ich wollte gerade gucken, wie viele Runden ich jetzt gesamt habe. Ich glaube, mit dem Event habe ich über 1000 Runden geschafft. Und ja, wenn man dann auch abends sich dann trifft und ein oder zwei noch da sind und mitmachen, dann hat man so seinen Spaß dran und dann merkt man gar nicht, wie schnell man hier mal 20 Runden weg hat. So kommt, dann ist jeder im Training, jeder kommt mit dem Auto, mit dem Setup klar und waren auch von den Zeiten alle ziemlich gut dabei. Und ihr hattet ja auch null Probleme, oder? Ja, genau. Das kam dann endlich mal dazu, dass wir wirklich kein Disconnect oder irgendwie beim Fahrerwechsel einer vergessen, Zuschauer anzumachen. Kein Problem, alles fehlerfrei gelaufen. Wenn wir mal irgendwie ein paar Fehler drin hatten und vielleicht eingeschlagen sind, dann war zwei Runden später der Boxenstopp dran. Ja. Und ja. Sollte ja, diesmal also, einfach sein, glaube ich. Ja, das war, vielleicht wurde es auch einfach mal nur Zeit, genau. Also, für diesen Sieg ganz spezielle Gratulation, das ist wirklich hervorragend, dass es dann auch geklappt hat und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Grandios, also auch an deine Mitstreiter nochmal meine herzlichsten Glückwünsche. Kommen wir zu All-Star. GTE erstmal. Also eigentlich komme ich jetzt aus diesen ganzen Gefühlswallungen schon gar nicht mehr raus, weil alle Teams, die hier heute irgendwo da was gerissen haben, die sind mir irgendwie nahe. Und ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wer antwortet, aber Stefan Kahn, es wäre schon nicht schlecht, wenn er da wäre, weil ich glaube, das ist the oldest member of All Star. Also fast, ja. Ja. Und wann war euer letzter Sieg?
Also richtig sie. Ach, ich habe keine Ahnung. Ja, aber es soll nicht. Uns, glaube ich, in dem Moment auch komplett egal sein. Also allerherzlichste Gratulation. Ich habe mich so gefreut. Ich glaube, man hört es auch im Stream dann. Dass es endlich mal wieder geklappt hat für All-Star mit einem Sieg und dann noch der zweite Platz in der P2. Also ich sag mal so, also wenn ihr da auch noch gewonnen hättet, dann hätte ich gar nicht zu Ende gestreamt, dann wäre das wäre ja gar nicht zu ertragen gewesen. Also herzlichen Glückwunsch. Stefan, gab's mal irgendeine Planung vorweg oder ging es einfach wieder frei los und mal gucken, was passiert? Im Prinzip hatten wir schon einen Plan gehabt, aber du weißt ganz genau, 24 Stunden, da kann dieser Plan auch schon nach 2 Minuten alles über den Haufen geworfen sein. Also man hat sich natürlich irgendwas zurechtgelegt, wenn alles funktioniert, aber man muss natürlich dann immer situativ so ein bisschen entscheiden. Und wir hatten das Glück gehabt, dass diesmal nichts passiert ist. Und aber um irgendwie jetzt zu sagen, von wegen, nur wir waren jetzt irgendwie die Sieger dieses Rennens, ist dann glaube ich auch nicht richtig, weil das Team doch im Großen und Ganzen, wenn man jetzt noch OGC auch dazu nimmt, weil das ja auch unsere Jungs sind, dann glaube ich, war das eine ganz große Teamleistung, die wir da gebracht haben, die so glaube ich in dem Format auch schon lange nicht mehr da war. Und wir sind 7. geworden in der LMP1, 2. in der LMP2 und haben in der GT gewonnen. Also im Prinzip geht gar nicht mehr. Und daher möchte ich uns da jetzt auch gar nicht weiter hervorheben, sondern bin im Endeffekt einfach nur fürs Team zufrieden, für den Alex zufrieden, dass er vielleicht auch mal wieder was zu berichten hat, dass sein Team dann mal wieder mehr kann als ausfallen. Ja. Aber an sich natürlich auch noch Glückwunsch an Sebastian und Ronny. Und den Sascha natürlich und dann David und Co., das so über 24 Stunden dann unter auch auf dem Niveau dann durchzuziehen, schafft dann auch nicht jeder. Und von daher genießen wir das jetzt erstmal. Jetzt wird erstmal eine Flasche Chabau aufgemacht. Und dann, ja, also wie gesagt, affengeile Leistung, aber ich würde dich trotzdem gerne noch fragen zum Rennverlauf. Gab's Momente, wo du gedacht hast, scheiße, jetzt passiert wieder irgendetwas. Gab es irgendwelche Momente, wo du gedacht hast, nee, das darf jetzt nicht wahr sein? Nein, also die Momente gab es eigentlich gar nicht so weit. Wir sind eigentlich von der ersten Minute an fehlerfrei durchgekommen. Es gab keine Probleme beim Fahrerwechsel oder irgendwie. Also es war wirklich nichts gewesen, wo wir uns hätten jetzt Gedanken machen müssen. Vielleicht kam auch der Abstand natürlich dazu, den man dann natürlich irgendwann dann schon aufgebaut hatte, dass das dann alles ein bisschen einfacher ist und dass das vielleicht dann auch ein bisschen besser läuft, als wenn man dann irgendwie unter Druck auf Krampf versucht, noch irgendwas zu machen. Von daher war eigentlich soweit im Großen und Ganzen alles im grünen Bereich. Ja. Ja, wie gesagt, es ist unglaublich, wie das jetzt hier ausgegangen ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, und das wollen wir hier erwähnen, auch wenn die Jungs jetzt ihr eigenes Interview da unten machen, was ja auch okay geht. Platz 2 für Federsport Poland LMP1 und Simracing PL, die wirklich bis zur letzten Runde hier gefightet haben. Wir haben im Livestream diesen hammerharten, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Alle schrieben mir, der Motor geht gleich hoch, der Jimmy Dion hat da ein Feuerwerk abgebrannt. Sehr lustig fand ich, als er dann die 16.876 fuhr Ronny dann in der nächsten Runde dann gleich mal eine 16.3. Das konnte er sich so wahrscheinlich nicht stehen lassen. Ich weiß es nicht, das war so ein kleines Achtungszeichen, glaube ich wohl. Also falls du noch auf die Idee kommen solltest, hier nochmal in unsere Nähe zu fahren, ich kann das auch, vermute ich mal. Und war sehr, sehr unterhaltsam. Und der Junge hat da wirklich ein absolutes Feuerwerk abgebrannt, hat dann Federsport auf die 2. Position gefahren. Und war großartig anzusehen, beide Teams. Und da gab es ja schon auch ein paar Probleme, wenn ich das recht in der Erinnerung habe, wie bei vielen anderen auch. Und das waren die Positionen 2 und 3 in der LMP1-Klasse. Ja, kommen wir mal zum Zweitplatzierten in der P2. Micha, bist du da? Ich bin da. Ja,
Also auch hier nochmal, der Stefan hat es ja schon vorweggenommen und du hast ja so ein bisschen auch die Führung des Teams inne gehabt, vermute ich mal, also dieses Fahrzeug für dieses Fahrzeug. Und ihr habt ja nun, naja, ganz so glatt ist bei euch nicht alles gelaufen. Erzähl mal ein bisschen. Ich möchte aber ganz gerne dem Jaro das Wort geben. Allein oder so. Das, ja, weil er in der Nacht hat er ja eigentlich wirklich eine super Leistung in seinen vier Stints vollbracht, dass ich eigentlich ganz gerne ihm das Wort überlassen möchte. Na gerne, Jaro, komm, erzähl. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Welche Schrecksekunden gab es? Also was, wo hast du gedacht, mein Gott, kann das so gut gehen? Oder ab wann wusstest du, jetzt passt es? Also wir fahren auf alle Fälle aufs Podium. Ach, also dass wir aufs Podium fahren, damit habe ich die ganze Zeit fest geglaubt. Wir hatten immer den Sieg vor Augen. So ein 24-Stunden-Rennen ist natürlich lang. Und das Rennen verlief an sich nicht fehlerfrei bei uns. Wir hatten ein paar kleine Zwischenfälle, aber ja, so ist ein Rennen nun mal, aber Team war gut unterwegs, von daher bin ich recht zufrieden und weiß gar nicht, was ich noch so sagen soll. Ja, es ist schwer, ich glaub's dir. Es ist auch für mich schwer, euch, die ich ja euch schon so lange kenne, da irgendwelche sinnigen Fragen zu stellen, weil über 24 Stunden ein Team zu beobachten, das geht nun mal nicht im Livestream. Das heißt, ich weiß auch nicht so wahnsinnig viel und was bei euch passiert ist. Ich weiß ein bisschen was von Micha und ich meine, ihr hattet ja nur noch die besondere Situation. Deswegen, Micha, hatte ich dich eigentlich auch angesprochen. Du hast ja nun auch noch Support gemacht während des Events und das heißt Gefahren und Support gemacht. Das ist ja nun dann, ja, Höchststrafe, so mehr oder weniger. Ich fühle mich auch wie von einem Bus überfahren jetzt. Ja, alles klar. Dann brauchen wir da auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. Also, dann, ja, wie gesagt, dann hatten wir, jetzt muss ich erstmal gucken, nicht, dass ich jetzt hier irgendwas falsch erzähle, Vortex. Und hier ist es ebenso ein Team, was ich, ja, was, glaube mal, unter meiner Fuchtel entstanden ist, glaube ich. Also nicht die Teamgründung an sich, aber in einer meiner Ligen, glaube ich. Frank, ist richtig, ne? Ihr hattet das schon bei der GTR Racing League gegründet, richtig? Meines Wissens nach, ja. Thomas? Ja. Thomas, ne? Thomas? Ja, da haben wir dann als erstes gefahren, genau. Ja, angefangen, genau, ne? unter dem Namen zu fahren, genau. Ja, und alle, die Frank und mich kennen, wissen ja, dass wir vielleicht in den letzten Jahren uns nicht so wahnsinnig. Ja, wir haben so ein bisschen Historie, wir beiden. Und seit 14 Tagen ist das wieder ziemlich gut geworden und das freut mich ungemein, weil das war schon ein bisschen. Ja, ich auch. Nichtsdestotrotz, ich wollte das nur mal erwähnt haben, dass ich mich darüber freue. Und das auch noch öffentlich. Ich denke mal, über das LMP1-Team schweigen wir ein bisschen. Ja, vor allem über die Gründe der dreistündigen Motorreparatur, die mir aufgetragen wurde, zu verkünden. Aber gut, wir sind ja nun von euch auch gute Ergebnisse gewohnt in der Multileague 2010, 2011. Ich glaube, ihr habt auch gewonnen, wenn ich mich ganz schwer irre. Und ich glaube sogar zwei Titel. Egal. Frag Thomas, ich war zwei Jahre nicht mehr am Start. Muss Ach, Thomas dir bestätigen. Ja. Jedenfalls heute Platz 3 in der LMP2. Ich frage jetzt mal direkt Thomas. War es abzusehen oder war es irgendwie dann auf einmal überraschend? Ihr wart ja von Anfang an relativ weit vorne dabei. Ich glaube, ihr wart auch von Anfang an Dritter. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so sicher, aber ziemlich zeitig schon. Doch, wir hatten es irgendwo angepeilt, weil die ganzen Testrenner so zeigen ja schon irgendwo eine Tendenz, wo es hingeht. Da waren natürlich noch so ein, zwei andere Teams, die noch auch relativ stark waren. Eins zum Beispiel German Racers, die hatten wir so ein bisschen mit auf dem Schirm. Aber wir hatten schon die Hoffnung, dass wir aufs Treppchen fahren konnten. Und dass jetzt bei keinem irgendwas passiert, ist ja auch relativ ungewöhnlich. Da hatten wir natürlich, man hofft es ja eigentlich nicht, aber man insgeheim tut man es ja doch, dass da vielleicht mal ein Disconnect zwischenkommt oder so, aber hat uns keiner den Gefallen getan. Und rein vom Speed her wussten wir, dass wir nicht, außer Jonathan natürlich, dass wir nicht ganz so schnell sind wie die anderen Jungs. Aber so dritten Platz, den hatten wir irgendwo schon gehofft, sag ich mal. Ja, und das hat ja auch
ziemlich gut geklappt, wie ich finde. Ja. Weil ihr seid Dritter geworden. Und ja, also großartig, dass das hier gerade bei dieser Internationalität, die ja dieses Jahr wirklich extrem groß war, das ganzen Jahre schon so, aber dieses Jahr wirklich in der Vorqualifikation, also in den Vollrennen hatten wir 19 Nationen, Fahrer aus 19 Nationen hier. Das ist, glaube ich, bisher einmalig gewesen. Das ist schon ziemlich cool. Und auch jetzt mit den vielen spanischen, polnischen, belgischen, holländischen, italienischen und weiß ich nicht, wo sie überall herkamen. Sachsen. Was? Sachsen. Ja, Sachsen, genau. Sekunde. Ja, wie gesagt, das war, fand ich ziemlich grandios, dass wir dann hier jetzt im Interview dann die Teams haben, ja, die wir eigentlich fast immer hier haben. Glückwunsch euch zu dem dritten Platz und ich würde mich freuen, wenn wir euch nächstes Jahr hier wiedersehen in alter Frische und ja, und dann gucken wir mal, was geht. Spricht nichts dagegen, würde ich sagen. Ja. Kommen wir nochmal zur GT2. Da sind zwei spanische Teams auf Platz 2 und 3. Deswegen sind die wohl auch jetzt nicht hier. Ich glaube, die sind komplett entschwunden, die Herrschaften, oder? Ja, so mehr oder weniger. Ein paar sind noch da. Nächstes Mal müssen wir das ein bisschen besser ankündigen. Wir müssen das nächste Mal sowieso ein paar Sachen ein bisschen besser ankündigen. Bleibt, glaube ich, nur zu sagen, congratulations to Alpha Races for position 2 in the GTE class and for Chilis Racing Team GTE on for the second position and for the third position Alpha Races. And yeah, boost teams, I believe third or fourth participation here in sim racing org events minimum. And congratulations, guys, and I hope you can hear us in this record. And yeah, we see us next year, same time, same place. Good luck. Thank you very much. Okay, Leute. Möchte ich noch mal ganz kurz auch was als Orga sagen? Ja, eigentlich wollte ich. Ja, mach du ja, erstmal. Ja, ich möchte mich jetzt erstmal eigentlich bei allen Teams bedanken, dass ihr alle so zahlreich teilgenommen habt. Auch wenn es mir uns nicht immer ganz so einfach gemacht habt in der Orga. Mir euch war es wahrscheinlich auch nicht immer. War ein super Event gewesen und hat mich sehr gefreut, dass ihr alle dabei gewesen seid. Aber ganz speziell möchte ich mich eigentlich nochmal bei Sebastian bedanken, der mich eigentlich immer unterstützt hat, wenn irgendwas gewesen war oder dergleichen. Also da nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich, Sebastian. Und ganz wichtig zum Schluss, bitte vergesst eure Lochfalls nicht. Knicken. Sonntag. Ja, genau. Also das war eigentlich genau das, was ich auch loswerden wollte. Wir hatten heute früh eine kleine Auseinandersetzung. Nee, gestern war das ja schon. Das ist Sebastian und ich. Also das, was ich hatte es im Livestream mehrfach erwähnt, dass mein Anteil an diesem Event verschwindend gering war. War eigentlich nur derjenige, der gesagt hat, wir machen's. Und die Jungs, allen voran der Micha Schlaps, hat dann gesagt, ich mach mit. Und hat dann wohl Sebastian gefragt, dem ich es nicht erwartet hätte, dass er nochmal hilft, einfach weil er wahrscheinlich maßlos enttäuscht war von der Multileague, zu Recht. Und alle haben geholfen. Und zwar in einer Art und Weise, wie ich sie ganz selten erlebt habe. Wirklich. Also für den Micha war es das erste Mal, dass er in so einer Orga mitgearbeitet hat. Und der hat wirklich mit einem Fleiß diesen ganzen Scheiß aufgearbeitet. Sensationell. Und von daher, genauso wie Gary, der ja nun seit Jahren hier die Strecken modifiziert und der uns sicherlich auch das ein oder andere graue Haar beschert hat, aber nichtsdestotrotz, das war sicher, das Event spiegelt es einfach wieder. Ich sag einfach nur, diese Orga und 45 von 45 Autos im Ziel. Und da kann mir der Frank jetzt gerne wieder vorhalten, dass ich vor 3 Jahren gesagt habe, das finde ich total doof, wenn sowas passieren würde. Ich finde es total geil. Und wie gesagt,
Doch, das habe ich nie gesagt. Hast du mir mal geschrieben, mein Lieber? Hast du mir Nein, mal? Ich hab's noch schriftlich. Dann zeige ich mir. Oh, geht das schon? Ja, zeige ich mir. Genau. Nein, Quatsch. Und, kann sein, dass ich das geschrieben habe. Genau. Ist wurscht. Und wie gesagt, also herzlichen Dank. Ganz speziell, weil ihr nun auch hier seid, an euch beide, Sebastian und Michael, und natürlich an alle, die hier mitgeholfen haben. In vorderster Front dann Gary und ganz special thanks zu Doc Racing für den Server, der uns letztendlich den Arsch gerettet hat. Nicht nur, wenn ich das so deutlich sage, nicht nur während der Vorbereitungsphase, sondern auch dann im Event. Ja, haben wir alle mitgekriegt. Und wir haben dann den Server gewechselt, dann lief es deutlich besser. Also der andere ist dann irgendwie wohl komplett aus dem Tritt gekommen oder ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. War eine ganz, ganz hervorragende Leistung und das ist so das, was man ja unter Freunden versteht, wie man so online hat. Und einfach großartig und ich sag einfach nur nochmal herzlichen Dank an alle. So, jetzt habe ich mich ausgekotzt, Leute. Ja, das ist... Mann, oh. Ja, ich habe applaudiert, dass du jetzt fertig bist. Endlich. Ja, genau, das ist endlich fertig wert, genau. Aber das ist nun mal jedes Jahr. Ich bin schon heilfroh, dass ich jetzt nicht wieder losplärre wie sonst die Jahre. Und alles ist gut. Okay. Wir werden jetzt den Stream hier im deutschen Channel beenden. Und ich darf so viel noch sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute noch zukommen, gucken. Warum man das jetzt nicht mehr sehen kann, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. Aber wir werden heute und morgen garantiert nichts unternehmen. Ich denke mal, Micha, wir treffen uns Dienstagabend, wenn dir das da passt. Und ja, dann gehen wir den ganzen Krempel durch. Da ist ein Haufen Arbeit noch zu machen. Muss erst mal die Falten auf dem Gesicht wieder kriegen. Genau, so sieht's aus. Und dann setzen wir uns Dienstag an. Also rechnet bitte nicht vor Ende der Woche, Donnerstag, Freitag mit vernünftigen Resultaten. Vielen, vielen Dank nochmal an alle für euer Vertrauen, für eure Teilnahme und ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß, dass wir uns dann nächstes Jahr wiedersehen. Bis dahin. Klar.